Ja, huhu, hier wieder beim Quali. Wir spielen heute eine Runde Vampire The Masquerade V20 Edition in Chicago. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich spiele natürlich nicht alleine. Ich spiele heute mit vier illustren Gestalten, die sich bereit erklärt haben, Untote zu spielen. Einmal habe ich auf dieser Seite da die Sera als Emma Williams, leider heute ohne Bild. Hallo. Hallo. Aber mit Ton. Dann habe ich unten drunter den ewig ohne Bild seienden Joe als William Andrews. And now we proudly present Mortifer Morse. Genau, als Mod for Morse. Spitzname vom Spitzname vom Spitzname. Ja. In der unteren linken Ecke, wenn wir dann mal so in dieser Art weitermachen. Johannes Bauer gespielt von Mischka. Gute zusammen. Und last but not least Melina Farinadis gespielt von Leopardin 202. Guten Abend. Ja, es ist schon wieder etwas länger her, seit wir das letzte Mal spielen konnten. Deswegen halt eine besonders motivierte Zusammenfassung vom ja, Kopf der Gruppe von Jonathan Bauer. Müsste man der Gelehrte der Gruppe. Das akzeptiere ich sehr gerne, Herr Stimme aus dem Untotenreich. Ja, also wir begannen damit, dass wir die Interludes, also die Zwischenzeit zu Kapitel 2 besprochen haben. Da hat Melina beschlossen, dass sie sich erstmal in Gary aufhält und wollte es auch vermeiden, von was auch nachvollziehbar ist, dass sie von Lodin in irgendwelche Intrigen eingesponnen wird. Aber ob das jetzt so funktioniert hat, das ist mal erst noch fraglich. Des Weiteren hat sie sich weiter in griechische Mythologie und auch in die entsprechende Sprache, also sprich Griechisch oder Altgriechisch, eingearbeitet. Hat sich offiziell eine Waffe besorgt, allerdings unter ihrer Tarnidentität und meldete sich in einem 724-Gym an, da sie dort Krav Maga angeboten wurde. Emma hat mit ihrem Vater gesprochen und hat sich ihm offenbart. Der war erst entsetzt, konnte aber den Schock, der ja verständlich ist, überwinden. Sie hält sich generell erstmal von den Vampiren der Gesellschaft und vor allem in ihrem Fall den Toreadoren fern und arbeitet an ihrem ersten Album, also Musik. Dann ist der William wieder bei Wrestling-Veranstaltungen aufgetreten und Siri hat jetzt ein ja, Pseudonym oder eine Deckidentität bekommen. Sie heißt jetzt Alexa mit Personalausweis, der von William in freier Manier selbst gestaltet, sprich gemalt wurde. Simon und Garfunkel machen weiterhin ihr Training, wurden aber von William des Blutes so etwas entwöhnt, das heißt früher oder später entbegult. Der Donathan hat William zuliebe etwas an Wrestling-Training teilgenommen. Im Gegensatz dazu half William ihm seine Bücher aus Gary wieder in seine alte Wohnung nach Chicago zu bringen. Er hat auch seinen Vater Jacob, der Anwalt ist, und seinen Onkel Jeremiah, der Arzt ist, in Vermeidung irgendwelcher Komplikationen einfach gegoogelt. Dass er halt einfach Menschen hat, die für ihn Ausreden machen können, warum er jetzt zum Sonntagsbrunch nicht auftreten kann oder so. Ansonsten hat er sich tiefer in die Gebiete der Thaumaturgie eingearbeitet, weil er ist ja eher der Kopflastige, wie schon erwähnt. Allerdings gab es da auch einen weniger schönen Vorfall, denn der arme Dr. Bauer wurde von der Pyramide entlarvt, also dass er ein Blutsband zu einem anderen Vampir, von dem sie zum Glück nicht raus oder so hofft Jonathan nicht rausbekommen haben, dass es der Menele ist, entdeckt und ja, ihm irgendeiner seltsamen Prozedur mit Dolchen und Unterarmaufschnitten unterzogen. Förderhin wurden ihm per Brief, sehr nett formuliert, das muss man Haus und Clan lassen, die Nutzung aller Einrichtungen von Haus und Clan entzogen.
Und sobald er den Schutz von Chicago verlässt, gilt er für die Tremere als Freiwild. Ja, aber wie er jetzt nach der Prozedur für sich festgestellt hat, hat er noch ein Blutsband und das scheint wohl wirklich noch zu Menele zu bestehen. Das heißt, die Tremere konnten das wohl nicht brechen, wo er noch ziemlich erbaut darüber ist. Gut, wir begannen das letzte Mal, dass der werte Wildem Dopingproben in Form von Urin und Blut abgeben sollte. Das teilte ihm sein Manager mit, das wäre Auflagen der neuen Liga, der er jetzt angehört. Und eigentlich wollte er den Liga-Vertreter aufsuchen, um das mit ihm zu klären. Aber es kam dann doch anders, denn bei Emma, die einen Gig gab im Club Smashing Pumpkin in der River Street 21, ist ein netter oder schräger Herr, der sich mit der Kaiser vorstellte, aufgetaucht. Der unter einer Unterredung mit Emma an der Bar bat und als sie auftauchte, dachte er wohl, er spielte Klavier für den nicht oder eher musikalisch geneigten Zuschauer, war das Radau bis hin auf das Klavier einprügeln. Er bat sie dann noch für ihn zu singen, was sie sich überlegen wollte und die Bar verlassen wollte. Darauf hörte sie, wie er einigermaßen vortrefflich eine traurige Melodie auf dem eben genannten Klavier spielte. Melina sah, als sie aus der Bibliothek rauskam, in welcher sie ihren Studien nachging, einen Fremden in teurer Freizeitkleidung, der dort mit ihrer Freundin Charlotte auf einer Bank saß und diese quasi abfüllte. Sie dann in ein Taxi setzte und verschwand. Melina verfolgte ihn bis zum Succubus Club, wo er am Türsteher vorbei einfach eintrat. Im Club angekommen fand sie nicht den Gesuchten, aber einen Mann namens James, der eine Nachricht für Emma hat und behauptet, ihr Erzeuger zu sein. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, konnte Melina in dem Moment nicht prüfen, aber er sagte, sie hätte bei ihm was gut, deswegen willigte sie ein, diese Nachricht zu überbringen. Später am Abend rief Emma Wildem an und informierte ihn über diesen gewissen Kaiser, was wohl bei Wildem irgendeinen Trigger löste, denn der fuhr daraufhin direkt zu ihr, unnötig zu erwähnen, dass beim abendlichen Training in Wildems Wrestling Arena, nenne ich es einfach mal, eine Trainierende verstarb und später daraufhin vor dem Smashing Pumpkin ein Mann auf der Straße aus ungeklärten Umständen oder so. Auf der Fahrt zum Smashing Pumpkin rief er Jonathan an und als Jonathan ans Telefon ging, hörte er irgendwelche seltsamen Küsslaute. Was William da machte, weiß Jonathan nicht. Er will es auch, glaube ich, nicht wissen. Allerdings sagte er, dass er einen Österreicher auf dem Korn hätte. Oder die Österreicher auf dem Korn hatte, das hat jetzt Jonathan nicht so ganz verstanden. Und da blies der direkt ins selbe Horn und sie beschlossen dann quasi den Krieg gegen eben jene auszurufen. Melina rief dann nochmal Emma an, um das mit dem Brief zu übermitteln. Emma sagte, naja gut, dann nehme ich den halt entgegen. Und so kamen wir dann alle in das Smashing Pumpkin, welchem der Kaiser wohl schon nicht da war. Die Bardame gab die Info, dass er durch die Hintertür entschwunden sei, in wessen Richtung sich dann auch Emma direkt machte, während William erst die Einrichtung oder beziehungsweise die Alkoholiker in dem Etablissement zerschlug und danach mit Jonathan eine Runde Billard begann und in der Endszene Melina lachend im Raum stand. Das war's. So war das und nicht anders. Ja, und Melina lachend in der Mitte des Chaos. William und Jonathan beteiligt am Chaos und Emma in der Gasse hinter der Bar. Ich möchte nur erwähnen, dass Jonathan da keine Einrichtung zerdeppert hat. Der hat sich nur im Billardspiel beteiligt. Wer weiß das nachher noch so genau.
Ja. Ja, Emma, du stehst im hinter der Bar und schaust in eine spärlich beleuchtete, dunkle Hintergasse mit allerlei Mülltonnen und Unrat und ja, sonst nichts weiter zu sehen. Ich ruf mal nach dem Kaiser. Kaiser! Ja, komm mir ein bisschen blöd dabei vor, aber ich tue es trotzdem. Irgendwo in den Nachbarhäusern geht irgendwo ein Licht an und dann hörst du einen Schnauze! Und Charmant wie eh und je. Ja, dann gehe ich wieder rein zu den anderen. naja, Und zeig's. es ist immerhin schon 2 Uhr nachts, also von daher. Und? Können die trotzdem nett zu mir sein? Wenn ich dann wieder reinkomme und Melina sehe, dann mache ich auch mal so die Hände nach oben und so weg. Ja. Melina ist das Erste, was du siehst. Das Zweite, was du siehst, ist die komplette Zerstörung des Innenraums. Denn hier passiert? Also, ich würde mal sagen, Jonathan konnte sich nicht zusammenreißen. Jonathan, warum hast du hier alles kaputt gemacht? Ich meine, das geht doch nicht. Das gehörte doch alles gar nicht. Nein! Ich schaue vorwurfsvoll zu Jonathan. Ja, der ist unüblich seiner sonstigen Art nicht irgendwie zusammengesunken oder irritiert, sondern schaut quasi auf die Straße. Das hat keinen Sinn. Wir müssen sie anders vernichten. Ich möchte mal anmerken, das Einzige, was du eben vernichtet hast, sind diese Möbel hier. Was? Wer? Nein. Nein. Ich habe Billard Mir gespielt lieber, mit dem warum? Kö. Was, warum? Warum es hier so aussieht, wie es aussieht? Na, weil William einen Kö zerbrochen hat, hat die Flaschen zerschlagen und wollte damit mir Billard spielen. Warum er den Kö erst zerbrochen hat, ist mir jetzt nicht so ganz transparent, aber wir fanden zum Glück noch Heilkös, die mit denen wir spielen konnten. Und dann wieder vorwurfsvoll zu. Also, Jonathan, wirklich. Siri kann bezeugen, dass ich das nicht war. Nein, nein, ich habe hier Billard gespielt und Siri hat gesagt, William, schlag den Jonathan. Ja, so oder so ähnlich war es, ich glaube. Ja, da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Und diese Möbel sahen für dich nach Jonathan aus. Naja, guck mal. Ich meine, der Barhocker ist ungefähr so steif wie Jonathan. Und wenn man da seinen Zylinder drauflegt, dann sieht er auch fast so aus, obwohl ich zugeben muss. Ich wende mich an Melina. Was ist hier passiert? Ich kann dir das auch nicht so richtig erklären. Die beiden sind irgendwie angefangen auszuticken. Wirre Verschwörungstheorien, irgendwas mit Österreich und der Kaiser und das muss alles unterbunden werden. Und ich weiß es nicht, aber ich fand es gerade irgendwie lustig, wie das hier gerade alles so innerhalb von Minuten implodiert. Völlig. Wenn ich dir da Stimmlich. mal unter die Arme greifen darf, Melina, das sind in keinstem Fall Verschwörungstheorien. Und ist die Frau noch hinter der Bar oder ist die rausgelaufen? Nee, ihr seid alleine. Die hat sich, als das Chaos anfing, schön zurückgezogen. Um das zu treffen, die Österreicher, sprich Haus und Clan, hat versucht, meinen Blutsband mit unserem Herrn zu beenden. Und dafür gibt es jetzt Krieg. Und wenn dieser Kaiser ein Österreicher ist, fange ich bei ihm an und halte so meinen Säbel auf die Schulter. Erstens klang er nicht sehr österreichisch für mich. Zweitens, was haben diese Möbel damit zu tun? Und drittens, hoffe ich, ihr habt genug Geld, um das zu ersetzen.
Was kostet es denn? Ich habe jetzt im Ernst kein Interesse, hier rumzudiskutieren. Ich will diesen Mann verfolgen und rausfinden, ob er etwas mit Haus und Clan zu tun hat. Mit was für einem Clan und was für ein Haus? Ich meine, was habt ihr jetzt schon wieder für Probleme? Alexa! Erläutere mir Probleme! Du siehst, wie der Bildschirm des Handys anspringt und sich eine Art Suchleiste langsam füllt. Und dann siehst du allerlei kurze Videoclips, die alles mit Zerstörung und ganz viele Leichen, Körperteile überall und sowas. Solche Sachen siehst du in schneller Abfolge. Oh, Probleme. Ich verstehe. Ich verstehe zwar nicht, was hier los ist, aber Mortifer Morse ist dabei. Jawohl, ja, mein Freund Jonathan. Und ich klopfe ihm aufs Kreuz. Ja, Jonathan schaut uns zum rüber. Haus und Clan ist das Haus Tremere oder die Pyramide genannt. Alle Mitglieder werden per Blutsband an den Obersten der Stadt oder wie auch immer an irgendjemanden gebunden. Und damit habe ich gegen ein Gesetz von ihnen verstoßen, als wir den Band mit Minela eingingen. Deswegen haben sie mich jetzt ausgestoßen und wenn ich die Stadt verlasse, bin ich freiwillig. Das heißt, es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen sie alle vernichten. Also, ich weiß zwar nicht, auf was für einem schlechten Trip du bist, aber... Ja, alles gut. Ich helfe dir. Alles wird toll. Ne? Verstehe ich das jetzt richtig? Und ich schaue wieder zu Melina, weil sie die einzige Vernünftige hier zu sein scheint, außer mir. Er da möchte den ganzen Clan zerstören. Das hat er jetzt gerade gesagt, ne? Ich wundere mich gerade auch ein bisschen. Also meine, die Alternative ist, er muss für immer hier in Chicago sitzen und darf sich niemals mehr irgendwo blicken lassen. Dass du auch bist. Warum regelst du das nicht einfach mit Melele? Ich denke, der kann bestimmt was regeln da bei deinem Haus und Clan. Das wäre mein nächster Gedankengang, wenn ich die Information gehabt hätte, dass einer dieser Österreicher hier wäre. Jetzt nochmal als Info für mich. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dieser Kaiser ein Österreicher ist, oder? Nein. Ganz und gar nicht. Wenn ich jetzt so überprüfe meine Erinnerung, was für eine Nationalität könnte er denn gehabt haben? Oh, schwierig zu sagen, so verrückt, wie der gesprochen hat. Hat er einen Akzent gehabt? Nee, ja, wenn dann irgendwie britisch vielleicht ein bisschen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. War höchstens ein leicht britischer Akzent rauszuhören, aber garantiert nichts Österreicherisches. Wie reden die überhaupt? Keine Ahnung. Der ist halt so ein Geschmeister. Das nicht auch Deutsche? Nein, es sind Österreicher. Also es ist nah beieinander und aus geografischen, geopolitischen, amerikanischen Ansprüchen ist es vielleicht das Gleiche, aber es ist es nicht. Ist es nun oder ist es nicht? Nein. Also gehört es zu Bayern? Nein, es ist ein eigenes Land südlich von Deutschland. In Europa. Liegt an Bayern? Ich dachte, Bayern liegt südlich von Deutschland. Es ist zwar rechtlich ein Freistaat, gehört aber zu dem Konglomerat, das sich Bundesrepublik Deutschland nennt. Die möchtest du alle ausradieren? Die Österreicher. Also nicht alle Österreicher, sondern die Tremere. Also ich verstehe nur Bahnhof. Ich meine, mich interessiert auch scheiße Österreich überhaupt nicht. Ja? Österreich. Österreich, da gibt's ja nichts. Ich meine, okay, außer Arnold Schwarzen-Gedöns. Aber der ist ja niemand. Ja? Und deswegen, was auch immer du kaputt machst, ich bin dabei.
Also ich möchte ja eure hochtrabenden Pläne nur ungern unterbrechen, aber mit einem ganzen Clan lege ich mich garantiert nicht an. Und ich weiß auch nicht, ob das so gesund für euch ist. Ja, Clan. Dass wir irgendwann von wem auch immer, der uns etwas zu melden hat, einen Auftrag bekommen, Chicago zu verlassen. Ich mache das mit euch und da ich bei euch bin, seid ihr freiwillig zwangsläufig auch auf dieser Abschussliste, wenn ich bei euch bin, glaube ich. Es sei denn, es ist ein sehr guter Assassine. Du, ich sag nichts dagegen, dass du von dieser Abschussliste runter willst. Bin ich vollkommen bei dir, versuche ich dir auch zu helfen. Aber die Art und Weise finde ich wenig Gewinn bringen. Na, sie haben versucht, mein Band mit unserem Herrn zu trennen. Und das ist für mich eine Vendetta wert. Wenn du das anders siehst, erörtern wir das gerne. Was für ein Band? Ich meine, du hast doch gar kein Band an dir dran. Und wenn das Band, dann wäre das Band doch ziemlich lang. Und dann hätte man, da, also ich würde... Dann würde ich eher sagen, Leine? Sagen wir es so, William, Sie haben versucht, unsere Freundschaft zu zerstören. Unsere? Deine und meine? Nee. Alexa, sag mir, wo die sind. Spezifizieren Sie Ihre Anfrage. Alexa, wo sind die Österreicher? Ja, du kriegst einen Google Maps-Eintrag von Österreich. Europakarte und dann direkt eingerahmt Österreich. Okay. Guck. Jonathan, hier müssen wir hin. Hier. Wo auch immer das ist, aber da. Müssen wir dann fliegen? Weil fliegen mag ich nicht. Können wir mit dem Auto fahren? Das wäre dann die letzte Konsequenz, wenn wir das ganze Haus... ausradieren müssten. Ich würde aber erstmal mit demjenigen hier in Chicago anfangen, der mich quasi ausgeschlossen hat und mich als freiwillig deklariert hat. Nochmal, wäre es nicht die bessere Alternative, erstmal zu Menele zu gehen und das mit ihm zu klären? Ja, das auf Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, das war mein ursprünglicher Plan. Irgendwie nicht so, wenn ich mich hier umschaue. Was benötigt ihr denn für die Reparation an den Gütern, die zerbrochen wurden hier? Also, wenn ich mich hier so umschaue, muss ich schon sagen, ganz schön unordentlich der Laden. Also wirklich. Keine Ordnung hier. Wer soll sich hier wohlfühlen? Wer soll sich hier? Hier kann sich keiner wohlfühlen. Was weiß ich, was so Hocker und Stühle und Tische kosten. Keine Ahnung. Aber da der neue Besitzer dieser komische Kaiser ist, kannst du dich ja mit ihm auseinandersetzen. Also, vielleicht zahlst du ihr einfach, hier steht Schilling. Schilling, zahl ihr einfach Schilling. Das war mal eine Währung. Verstehst du? Das ist der Dollar von Österreich. Ja, gut. Dann soll der Besitzer mir einfach eine Rechnung schreiben, auch wenn William alles zerschlagen hat. Das ist mir jetzt egal. Ich habe da kein Interesse an dieser Diskussion. Hinterlass doch einfach dein Kärtchen. Er wird sich schon bei dir melden. Dass ich einen weiteren Vampir habe, der irgendeine Vendetta auf mich starten will? Nein, danke. Dem sage ich nicht, wo ich wohne. Willst du ihm dann das Geld zahlen? Dann musst du ihm ja nicht sagen, wo du... Ich bin nicht angestellt, hallo? Nicht? Oh, dann, Außerdem war ich, als ich noch hier aufgetreten bin, was wahrscheinlich die längste Zeit gewesen sein wird, eher in Kontakt mit dem früheren Besitzer. Ich habe doch erklärt, dass ich diesen komischen Kaiser erst vorhin das erste Mal gesehen habe und dass er dann so prompt aus heiterem Himmel diesen ganzen Laden hier aufgekauft hat. Na, dann werden ihn wohl ein paar zerstörte Flaschen nicht wirklich stören, oder? Mir ist es doch egal. Dann gehe ich halt in einen anderen Club. Also du
mit deiner Schönheit und deiner Intelligenz kannst in jedem Club der Stadt auftreten. Alexa, sage mir den nächsten Club. Guck mal hier, der Succubus Club. Der passt zu dir. Nein, danke. Warum? Da hängt nur komisches Volk ab. Ach so. Okay. Können wir uns darauf einigen, dass, wann auch immer der Herr Kaiser wieder da ist, dass ich dann mit ihm rede und ihm die Sachen ersetze und wir ansonsten jetzt zu Menele fahren? Warte mal, der Kaiser. Ich kenne den Kaiser irgendwoher. Irgendwoher kenne ich den Kaiser. Wissen wir denn, wo Menele zu finden ist? Fragst du mich oder fragst du wen? Frag dich, ja. Ach so, nö. Ah ja, jetzt fällt mir ein. Der Kaiser ist verlobt mit der Kaiserin. Und die, wenn ich die in die Finger kriege, ich muss den Kaiser finden. Warum hast du ihn überhaupt entkommen lassen? Ich meine, hallo? Der war hier und du hättest ihn nur festhalten brauchen. Wusste ich, dass ihr die Österreicher sucht? Außerdem war der kein Österreicher, denke ich. Klang nicht deutsch. Was spüren wir durch das Band irgendwie? Ein richtiges Blutsband zu Menele hat nur Jonathan. Die anderen habt nicht von dem Blut getrunken von ihm. Und ich hatte ihn nur angefasst, ne? Ihr wart unter Einfluss von ihm, ja. Aber er hat ein richtiges Blutband, hat nur Jonathan, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, weil ich einfacher zu bonden bin. Also gut, wenn du zum Menele willst, dann weiß nicht, hast du eine Telefonnummer, hast du einen Aufenthaltsort? Ich weiß jedenfalls nicht, wo er sich aufhält. Seht ihr, das ist aber unser Problem. Irgendeine Möglichkeit, ihn über dieses Band zu suchen oder zu kontaktieren? Genau, Lucy, Lucky Luciano, genau, richtig. Dieses Band, was du da hast, ist halt nicht so, dass du jetzt genau wüsstest, wo sich der jederzeit aufhält. Also so eine Art von einer Verbindung habt ihr da nicht. Es ist eher eine Art Zuneigung, Hingezogenheit, ein Vermissen deinerseits, auf jeden Fall. So gerne mal wieder mit ihm Ketchup trinken. Gut, nein, ich weiß nicht, wo er ist und wir können eigentlich auch niemanden, schon gar nicht den Prinzen fragen, weil der Prinz weiß ja nichts von Menele. Und das ist auch gut so. Also, fassen wir zusammen. Du willst einen Clan und ein Haus vernichten, die in Österreich sind. Und den komischen Kaiser finden, um ihm Geld zu zahlen, und Menele finden, um nicht selbst getötet zu werden. Das ist eine ziemlich vortreffliche Zusammenfassung der Situation, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich irgendwo anfangen sollte. Ich wollte gerade sagen, da kommt ja noch ein Punkt dazu. Du hast bei keinem dieser Punkte auch nur ansatzweise einen Schimmer von einer Ahnung, wie du das angehen sollst. Ja. Schön. Ich setze mich auf einen der ganz gebliebenen Stühle und warte. Auf was warten wir?
Ich dachte, damit kommst du jetzt um die Ecke. Ja, also ich könnte mal. Nein, ich habe keine Idee. Ich meine, wir haben ihn ja zuletzt in Gary gesehen. Wir könnten dort mit der Suche anfangen. Du willst also jetzt Chicago verlassen? Oh. Also, ich will ja nicht sagen, aber wir haben keine Zeit. Mir wird langweilig. Mir wird langweilig. Ich bin nicht gewillt, länger hier einfach nur rumzustehen. Komm doch mal mit Ideen um die Ecke. Na, wir gehen jetzt einfach raus. Dann gehen wir die nächste rechts, die übernächste links und da macht dann Jonathan weiter. Wo? Mit? Naja, ich dachte, du wolltest. Du wolltest den ganzen Clan töten? Richtig. Aber wie Emma schon vortrefflich sagte, sollte man sich da vorher mit Menele besprechen, ob das so nötig ist und er bessere Ideen hat. Map. Diese Antwort war leider falsch. Warum? Weißt du, wo Minele ist? Nein, weißt du nicht. Hast du gerade selber gesagt. Macht man eine altmodische Sache, die nennt man besuchen. Ja, und das kann man nur, wenn man unterwegs ist. Hier kann man nichts untersuchen. Außer das Inventar. Und das habe ich schon gründlich getan. Also während ihr beide jetzt eure Denkermützchen aufsetzt und überlegt. Emma, eigentlich war ich ja hergekommen, um dir einen Brief zu geben. Ich fummel in meiner Tasche rum und überreiche ihr den Brief. Ach ja, dankeschön, ich stecke ihn ein. Damit habe ich jetzt meinen Dienst getan. Ich hoffe, dass er mir jetzt damit weiterhilft. Das war ja unser Quid pro Quo. Hat er dich eigentlich dazu gekriegt, dass du das tust? Naja, erst hat er auch versucht, auf die Tränen zu drücken. Dann hat er aber gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und hat mir da Informationen gegeben dafür, dass ich dir den Brief gebe. Und er hat gesagt, ich müsste dich dafür sorgen, dass du den liest. Ich müsste dir den nur geben. Das habe ich jetzt getan. Dann hoffe ich jetzt, dass ich damit an meine Informationen komme. Informationen? Was für Informationen willst du denn? Es schien mir, als würde mich jemand beobachten oder verfolgen oder suchen. Ich weiß nicht. Als ich heute aus der Bibliothek kam, saß da jemand mit einer Freundin aus meinem früheren Leben. Ich habe irgendwie gedacht, was sind denn das für Leute, und habe mich so ein bisschen verborgen gehalten und erschien auf der Suche nach mir zu sein. Hat eine Zeit lang gewartet und ist dann in den Succubus-Club gegangen. Ich bin ihm gefolgt. Ich konnte ihn da drin dann aber nicht ausfindig machen. Und dein Erschaffer sagte, er wüsste, wer das ist. Und könnte mir sagen, wer das ist und was der von mir will. Na, vielleicht lese ich doch mal diesen blöden Brief. Und ich packe ihn aus und ziehe ihn raus, öffne ihn und lese ihn mir durch. Ja, sehr geschwollenes, hochtragendes, fast schon hier und da gereimtes Zeug. Liebesbekundungen am Anfang auf jeden Fall. Und wie sehr er dich doch vermisst und so weiter. Aber der interessante Part kommt eigentlich erst ähm,
Ja, man kann das Ding ausschalten, ja. Der interessante Part kommt erst gegen Ende des Briefes, in der er beschreibt, dass er dich ja nicht mehr so oft zu Gesicht bekommt und so, und dann geht es wieder in so eine komische Vermissen-Story über, aber zwischen den Zeilen kann man erkennen, dass er sich irgendwie Sorgen macht und etwas beschreibt von wegen, es würde sich etwas verändern in der Stadt und dass er nicht für den Schutz von dir gewährleisten kann, weil er zu viel damit zu tun hat, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und er würde auf kurz oder lang die Stadt verlassen und rät dir auch, die Stadt zu verlassen. Und wenn du mehr hören möchtest, solltest du dich ihm doch anschließen. Ist ja lächerlich. Und ich reich mal Melina den Brief. Hier, vielleicht hat das was mit deinen Leuten da zu tun. Ja? Du bist gemutet. Ja, genau, das ist der. Ich habe verkehrt geklickt, jetzt startet ein anderes Computerprogramm und versperrt mir mein Endbuch und lässt sie nicht zur Seite schieben. So, jetzt ist es aber weg. Es scheint sich also was zusammenzubrauen in der Stadt. Naja, das war ja im Prinzip zu erwarten, nachdem wir jetzt Ludin befreit haben. Seine Gegner sind ja jetzt immer noch nicht völlig ausgeschaltet. Aber wer weiß. Also er scheint sich ja ernsthaft Sorgen zu machen. Das Problem ist ja nur, dass ich glaube, keinem von uns irgendwer mal vernünftig erklärt hat, wie die Dinge hier laufen in unserer neuen Gesellschaft, der wir nun angehören. Und kein Wunder, wenn solche Spacken Vampire zeugen. Ja. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was wir davon halten sollen. Ich meine, die Sorge scheint ja schon irgendwie echt zu sein. Und vielleicht können wir irgendwie noch mehr aus dem rauskriegen. Würdest du mit mir gemeinsam nochmal in den Succubus-Club gehen? Vielleicht erzählt er uns mehr, wenn du dabei bist. Er muss mir jetzt ja sowieso noch ein paar Antworten geben, die schuldet er mir ja. Ich weiß nicht, schmeißt die Hände in die Luft und rollt mit den Augen und seufzt theatralisch. Ich habe befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Naja, ich frag doch nur, wenn du nein sagst, gehe ich halt alleine. Da diese beiden Herrschaften ja null Schimmer haben, wie es sonst weitergehen soll, bitteschön, dann tun wir eben das. Okay. Dann erhebe ich mich und gehe Richtung Tür. Ja, dann gehen wir zum Succubus-Club. Geht durch die Fronttür heraus und ja. Steht auf der Straße und Jonathan und William sind zurückgelassen im halb zerstörten Club. Wo sind die jetzt hin, William? Alexa, zeige mir erneut den Succubus Club. Ja, Karte wird aufgerufen. Da sind sie hingegangen. Die haben geschwafelt und gesabbelt und Weibertum ausgetauscht und Schnulz, Sulz und so. Und dann wollten sie dahin. Warum auch immer. Ich würde sagen, wir gehen lieber hinterher, weil das sind Frauen, die können sich nicht verteidigen. Ich schaue etwas ungläubig zu ihm, dann Melina hinterher. Natürlich, William, natürlich. Ja, aber ist alles besser, als hier rumzustehen, deswegen mache ich dann. Machen wir uns auf den Weg. Ja, wir folgen. Draußen auf der Straße dürft ihr alle mal einen Test machen auf
euer Perception und ich sag mal Awareness. Awareness läuft. Ich kann auch den Würfelding wieder einschalten, wenn ich es finde. Da. Ah, Serie 0 Erfolge habe ich schon mal gesehen. Die anderen habe ich leider nicht mehr mitgekriegt, wenn sie vorher Serie 3 ich, Melina 2. Okay. Und 2 auch für den William. Okay. Dann könnt ihr, ja, die Straße ist relativ leer. Es ist ja auch relativ spät schon in der Nacht. Der Club hätte eigentlich auch schon länger geschlossen. Und dann nehmt ihr allerdings hin und wieder fährt ein Auto vorbei. War das dass die Straßenlaternen an der einen Seite der Straße Richtung Succubus Club ein bisschen anfangen zu flackern. Und im nächsten Augenblick meint ihr so aus dem Augenwinkel in einer Gasse schräg gegenüber eine Gestalt zu sehen, die euch bekannt vorkommt. Und mit der ihr hier überhaupt nicht mehr gerechnet habt. Die sieht nämlich so aus. Immer noch einen Hut auf. Die glimmende Zigarette kann man noch erkennen. Und ja. Zieht sich dann zurück in die Dunkelheit der Gasse. War der Sheriff, oder? Hm. Jonathan! Ja, was denn? Was denn, William? Ich sehe tote Menschen. Ja, das ist in der Tat der Sheriff. Komm, hol das Lasso raus! Der Sheriff? Dort hinten und zeige auf den Punkt, wo der Sheriff stand. Geh in die Richtung. Hinterher. Aber das ist doch spannend, das rauszukriegen. Ich gehe auch mit. Weil ihr seid, komme ich selbstverständlich auch mit. Danke, dass ihr gefragt habt. Ja. Ihr nähert euch der Gasse, die ähnlich aufgebaut ist wie der hintere Teil der Bar. Also sehr viele große Mülltonnen, die da stehen. Ein bisschen aufgeräumter. Hier ist keine Mülltonne irgendwie umgeschmissen oder sowas. Die Gasse gabelt sich hinter den eigentlichen Häusern und macht eine Art T-Kreuzung. Und wird von eigentlich sollte hier ein Licht aufgehängt sein, das allerdings ausgefallen ist, und die Gasse wird nur noch beleuchtet von einem Fenster, was oberhalb von euch, also im ersten Geschoss, an ist, also was beleuchtet ist. Anscheinend hat oben jemand noch halt Licht an, der da wohnt, und das ist aber das einzige Licht, was so runter in die Gasse fällt. Eine Person ist hier nicht zu erkennen. Vielleicht hinter den Mülltonnen oder so. Ich suche die Gasse ab. Einen anderen, also das ist keine Sackgasse. Nee, es ist so eine T-Kreuzung, wie gesagt, am Ende. Und wenn du die Gasse durchgehst und in die T-Kreuzung reingehst, siehst du auch wieder zwei Hinterhofgassen, die ein bisschen besser beleuchtet sind. Und hier ist aber auch niemand, der da steht. Oder läuft. Oder liegt. Oder sitzt.
Wenn ich Auspecks mache, sehe ich ja nur Auren um Körper herum. Ich sehe keine Überbleibsel davon, sage ich jetzt mal, oder? Das kommt drauf an, wie stark du den Auspecks hast. Ich sehr stark. nur auf 1, also von daher. Ja, vor allem mit 1 werden ja deine normalen Sinne verstärkt. Das heißt, du siehst im Dunkeln besser, du riechst besser, du hörst besser, du schmeckst besser. Dann mache ich es einfach mal. Okay. Schmeiß deinen Auspex an und sofort wirst du im ersten Augenblick ein bisschen übertölpelt von den vielen Sinneseindrücken, die du wahrnimmst. Vor allen Dingen der Sinneseindruck, der dir also möchtest du ja auf irgendeinen Sinn besonders konzentrieren? Ohren, schmecken, riechen, sehen? Hören und sehen im gleichen Maße. Also ich versuche einfach, jemanden hier in der Gasse auszumachen und das natürlich mit Hören und Sehen. Mhm. Riechen, naja, riechen vielleicht, aber schmecken helfen mir da nicht so weit. Irgendwie dieses Sicht und Geräusch, du kannst dein Geräusch irgendwie hören, so eine Art, ja, eine Art Zischen oder sowas nimmst du wahr von oberhalb von dir. Und das nächste, was du wahrnehmen kannst durch die gesteigerten Sinne, ist ein Blutgeruch, der sehr verführerisch duftet, auch von oben kommt. Schau mal nach oben und auch an den Häusern entlang nach oben, ob da irgendwie eine Feuerleiter hochführt. Ja. Etwas weiter runter in der Gasse, etwas weiter runter in der Gasse kann man eine Feuerleiter erkennen, die relativ eingerostet an der Mauer angebrannt ist. Nicht angebrannt ist. Das ist auch die einzige weit und breit. Dann kletter ich da mal hoch. Kletterst hoch, bist dann irgendwie auf dem ersten Sims angekommen. Vom ersten Stock. Siehst mehrere Fenster. Alle nicht beleuchtet. Weil der Geruch kommt von... Du bist jetzt quasi hinter dem Haus, wo eben noch das Fenster war, was beleuchtet war. Der Geruch kommt von weiter oben, oder könnte der hier auf der ersten Etage? Dann Sims ums Eck rum oder also diese Etage ums Eck rum oder das müsste der Feuerleiter müsste die gleiche Etage sein, ja. Aber geht die rum ums Eck, weil ich bin ja jetzt hinter dem Haus. Nicht rum ums Eck. Kann ich eins der Fenster aufschieben, die da sind? Du bist ein bisschen rum und tatsächlich kannst du eins aufschieben. Steht einer von den anderen irgendwie unten, den ich sehen kann? Werden die wahrscheinlich nachgeguckt haben. Oder was habt ihr gemacht? Ja, natürlich. Wir hinterher, wenn sie irgendwo hochgeht, dann hinterher gucken. Melina? Ach, Emma. Kommt ihr? Hinterher. Das ist auch Jonathan dann irgendwann hoch. Emma klettert dann schon so halb in das Fenster rein. Und steht in einem Raum drin, der relativ verwahrlost aussieht. Mehrere Pizzakartons liegen herum, mehrere offene Weinflaschen verströmen einen Duft von starkem, schwerem Rotwein, der allerdings immer noch überlagert wird von diesem Blutsgeruch, den du wahrnehmen kannst. Es scheint so eine Einzimmer-Apartment zu sein mit so einer kleinen Kochnische. Vielleicht sind es zwei Zimmer, wenn das da vorne die Tür, die du da siehst, direkt nicht auf den Flur führt, dann ist es wahrscheinlich noch ein zweites Zimmer, was es hier ist. Dann öffne ich mal vorsichtig die Tür und schaue erstmal durch einen Spalt nach draußen. Ja, die fängt sofort, als du anfängst, die langsam aufzuziehen, an zu quietschen.
Wahrscheinlich lässt du das dann schnell sein, wenn du leise sein möchtest. Ja. Kannst aber trotzdem einen Blick erhaschen in einen dunklen Flur, da du deine Sinne geschärft hast, kannst du besser in dieses Dunkel hineinsehen. Das ist tatsächlich ein relativ kurzer Flur, den du sehen kannst. Mit einem Treppenhaus. Gegenüber sind andere Wohnungen, oder? Mhm. Wenn ich jetzt so logisch nachdenke, müssten diese Wohnungen dann zu dem Fenster führen, was erleuchtet war. Ja. Nicht dem Geruch irgendwie folgen? Ja, kannst du folgen. Allerdings, je mehr du auf den Flur hinaustrittst, desto schwächer wird der Blutgeruch. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Das muss in diesem kleinen Apartment sein. Und dann in dem Apartment mal dem Geruch folgen? Ja. Das Apartment hat so eine Art, das ist wie gesagt ja nur ein Zimmer, hat so eine Kochnische und du meinst irgendwie, es ist ein Sofa und ein Fernseher da. Überall, wie gesagt, liegt Zeug auf dem Boden oder auf dem kleinen Fernsehtisch, der da steht. Irgendwie Zeitungen sind da irgendwo verteilt auf dem Boden und so weiter. Also irgendwo, dir fehlt so ein bisschen entweder, wo ist die Toilette? Die sieht man nicht. Keine Ahnung. Und vor allen Dingen, wo ist das Bett, wenn es denn ein Bett gäbe hier? Also es gibt nur eine kleine Couch, so eine Art Sessel vor dem Fernseher. Und was auch auffällt, ist halt, du hast das Fenster ja aufgeschoben, das er hat quasi nochmal innen vor dem Fenster dicke Rouladen, also so Jalousien zum Lichtblocken angebracht. Draußen gab es auf jeden Fall auch so eine Art Vorhang oder sowas, irgendwie, den du so beiseite geschoben hast, als du reingegangen bist, aber da gibt es immer extra nochmal über dem Fenster eine momentan hochgezogene Rollade. Und es gibt halt einen großen Schrank, der fast den ganzen, also fast so die Hälfte von einer Wand einnimmt. Ist da oben ein Griff dran oder sind da wirklich so auf normaler Oberhalb, Tür? Genau, oberhalb ist ein Griff. Ja, wahrscheinlich okay, so ein Klappbett. Ja, ich dachte es mir schon. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich tue es jetzt und ich ziehe es runter. Ja. Jonathan ist auch mit drin? Genau, richtig. Bin mit reingegangen. Ja. Dann entwähmt ihr beide sofort, also jetzt, wo du sie dann dieses Klappbett herunterzieht, nimmst dann auch du diesen Geruch wahr. Und ihr seht eine ziemlich widerwärtig ausgeweidete Leiche auf diesem Bett liegen, die aus zahllosen Wunden blutet. Fisch. Relativ frisch noch, vielleicht ein, zwei Tage oder so. Ah, ich wusste, dass ich das nicht wollte. Das sieht aus wie das Werk eines Irren. Also sie ist total zerstückelt, nehme ich mal an. Also wie du sagst, widerlich ausgeweitet. Ja. Also für Näheres könntest du mal einen Test machen auf Intelligence und Medicine. Mhm. Ich tue, als würde gucken, mit welchen Gegenständen der geöffnet wurde. Mhm. Oh, immerhin. Ein Erfolg. Gut, dann, ja, merkst du, also du zählst die Wunden, es sind bestimmt, ja, 5, 6 verschiedene Wunden, aus denen der blutet. Wahrscheinliche Todesursache ist allerdings ein gebrochenes Genick, weil er auch so ein merkwürdig abgesenkten Kopf hat, der in einem merkwürdigen Winkel absteht. Und die Wunden, die so starke Blutungen hervorgerufen haben, sind wahrscheinlich von entweder Messern oder irgendwelchen anderen scharfen Gegenständen gemacht worden. Allerdings, was auffällt, ist, dass die Schnitte sehr parallel zueinander sind.
Also entweder hat jemand mit einem Messer sehr parallel, schön gerade, immer nebeneinander geschnitten oder mit mehreren Messern gleichzeitig. Sind bestimmte Organe entfernt oder angenagt? Nee, also Annagespuren oder sowas sind sie gar nicht. Man hat wohl den Brustkorb geöffnet, aber nichts entnommen. Die Person, die dort liegt, sieht die irgendwie kleidungsmäßig aus wie ein Polizist, normaler Bürger, Banker? Sie sieht aus wie, also, ja, wie ein ganz normaler Typ von der hat dann Jeans an, was noch davon über ist, und halt so ein Hawaii-Hemd. Und das, ja. Würde ich mich reingrinsen, der hat's verdient. Der hat's verdient. Also, wie man jetzt vielleicht nicht vermuten würde, Emma, ist er nicht an den Wunden gestorben, sondern an Genickbruch. Die Wunden wurden post-mortem mit einer Klinge, ich tippe mal auf ein Messer, hinzugefügt. Ja, ob das jetzt alles post-mortem war, aber der Eier ist... Ja, gut. Warum sollte man einem nach dem Tod nochmal einmal den Kopf so abknicken? Eigenartig. Allerdings die können ja die wieder schließen. Also keines der Organe hat irgendwelche Penetrationen von Zähnen oder sonstige Spuren. Nee. Ja, meinst du, Vampire sind ausgeschlossen? Nicht, dass du das irgendwie erkennen könntest. Meine erste Vermutung wäre jetzt gewesen, dass es ein Vampir mit einem Nahrungsgebot hätte, der jetzt Blut aus gewissen Organen trinken muss, aber das ist wohl aber nicht so. Also. Schauen wir mal, ob... Und jetzt, wo du näher irgendwie dich damit auch befasst hast, denkst du, ja, der ist höchstens einen Tag hier, wenn überhaupt. Hier oder tot? Ja, also hier so tot, ja. Maximal einen Tag verstorben. Wenn überhaupt. Ist das ein Vampir? Nein, das ist ein Mensch, weil man sieht ja, die ganzen Organe sind noch intakt, das Blut ist geronnen und wenn man Vampire endgültig vernichten würde, würden sie anders aussehen. Okay. Weil, und ich schaue mich mal um und deute auf die Vorhänge und die Rollläden. Ach so, ich dachte, du meinst, ob der Tote ein Vampir wäre. Nein. Ja, aber ich denke einfach hier... Die Lokalität weist darauf hin, dass hier schon etwas in der Art Unterschlupf gesucht haben könnte. Also ist die Frage, ob dieser Mensch hier wirklich gelebt hat oder ob er nur hierher gebracht wurde. Ich schaue mich mal in dem Zimmer nach Mobiliar, irgendwelchen Nippeskram, der rumsteht, also irgendwas. Also das viel Mobiliar gibt es nicht, es gibt halt... Ja, so eine Art Ständer, wo Kleidung drauf hängt. Irgendwie so ein Ausgehanzug oder sowas, könntest du sagen. Irgendwie so ein bisschen was Feineres und halt mehrere andere Hemden und noch so eine Art Handwerkerhose und eine Jogginghose und 3-4 verschiedene Paar Schuhe, die unten drunter stehen. Ein paar Socken, Unterwäsche. Ansonsten, also es hängt da alles irgendwie so lose drüber. Ansonsten gibt es noch irgendwie so einen kleinen Beistelltisch neben dem Sessel, halt diesen großen Fernsehtisch zwischen dem Sessel und dem Sofa und halt den Fernseher, der eigentlich aber nur auf so einer Bierkiste abgestellt ist. Das passt ja gar nicht zu dem Bild, aber gut. Dann gehe ich rüber zu den Anzügen. Schau doch mal hier, Emma. Was glaubst du, wäre das für ein Geist, der in, sagen wir einfach mal, in Business-Angelegenheiten das hier trägt, einen Anzug in doch gehobenerem Preissegment und ja, in deiner Frei? Nee, jetzt gehobene würdest du nicht sagen. Also es ist halt schon etwas so feiner, also im Vergleich zu dem, was sonst da an Klamotten ist. Wahrscheinlich halt wirklich der Anzug, den man trägt, wenn man irgendwo, irgendwo offiziell hin muss oder so. Und in seiner Freizeit, und dann zeigt er dann aufs Bett das. Das passt für mich nicht zusammen. Ich würde eher sagen, der dort liegt, ist Opfer des Vampirs, der hier wohnt. Schön. Dann zeig mir jetzt bitte noch den, der hier wohnt. Ich
sehe ihn nicht hier im Raum, aber wir können gerne weitersuchen. Ich ziehe mir wieder meinen Säbel und durchsuche die Wohnung. Melina und William draußen, was macht ihr? Naja, ich hätte jetzt nochmal so ein bisschen in die Gassen reingeguckt, auf die Abzweigungen und so, ob ich da irgendwas sehen kann. Und ansonsten würde ich ein bisschen gespannt irgendwie oben auf das Fenster gucken, wo die anderen beiden drin verschwunden sind. Mhm. Und irgendwie abwarten, ob die irgendwie uns rufen oder ob man da irgendwas hört. Wenn die klingen, als würden die kann jetzt irgendwo von etwas weiter weg, aber näher kommend eine Polizeisirene hören. Okay. Und ja, wenn du sonst näher dich nochmal in der Gasse umgucken willst, mach dann nochmal eine Perception und Alertness-Wurf diesmal. Okay. Moment. Drei Erfolge. Dann entdeckst du hinter einer von diesen Mülltonnen so eine Art Gulli oder sowas. So ein offenes Gulli. Was allerdings an die Seite geschoben ist. Würde wahrscheinlich nicht für einen Menschen Platz bieten. Allerdings, wenn du jetzt irgendwie so ein bisschen reinguckst, siehst du, dass da mehrere tote Tiere drin sind. Katzen und so kleine Katzen und Ratten und vielleicht, was ist das? Eine Taube oder sowas? Irgendwelche Vögel? Okay. Aber so ein kleiner Abwassergulli im Bordstein oder genau, was? Genau, und da ist ja immer so ein Trichter oder so ein Sieb drin und da hängen halt ganz viele Tiere drin. Okay. Mhm. Okay. Wie sehen die Tiere denn aus? Kann ich das ein bisschen näher sehen? Also mein Tod ist klar und so. Aber sehen die aus, als wären die blutleer oder so? In der Tat, ja. Okay. Scheint sich ja jemand hier irgendwie wieder zu Kräften getrunken haben. In hier größer werdende Kleintiere rumlaufen, irgendwie Ratten und was auch so Katzen und alles, ja. Kleine Tiere. Ja, nun, aber trotzdem, ne, ich meine, eine Katze ist schon mal ein Stück größer als eine Ratte und kriegen musste die auch alle erstmal, ne? Ja. So. Aber wenn der Gulli zu klein ist und dass da jetzt ein Vampir drin gesessen hat. Nee, dann... also da passt kein Mensch rein. Es sei denn, das wäre wirklich ein Zwerg oder sowas. Ja, genau, da muss der hier irgendwo anders gewesen sein. Aber mehr kann ich nicht sehen irgendwie. Ja gut, das verzweigt sich da irgendwo weiter dann, die Gassen, ne? Ja, also es führt dann wieder halt auf die Hauptstraße, rechts und links. Ist halt wie so ein Block aufgebaut. Okay, ja. Ja gut, dann würde ich mal wieder zurückgehen und dann warten, dass die anderen beiden von oben runterkommen. William, noch irgendwas vor? Nee, ich sitze auf einer geschlossenen Mülltonne und habe Alexa Beine aus. Naja, das oder so. Und habe Alexa ausgepackt und spiele da ein Wrestling-Spiel auf dem Alexa-Display. Mhm. Ja. Okay. Gut. Emma, wenn du den Auspex immer noch am Laufen hast, wirst du dann auch irgendwo die Sirenen hören, die näher kommen. Polizeisirenen. Scheiße, Polizei, wenn die uns jetzt wegen dem Scheiß hier verknacken. Wir sind doch überall unsere Fingerabdrücke. Ich versuche mal so die Stellen, die ich angefasst habe, mit meinem Ärmel irgendwie abzuwischen. Und wir produzieren kein Fett mehr. Wir sind tot. Wir schwitzen nicht, wir produzieren keinen Speichel. Wir dann red nicht raus hier! Ja, ab durchs Fenster. Schubst in Richtung Fenster, ja. Wie tief ist es? Ist ein Stockwerk halt, ne? Dann springe ich raus. Okay.
nochmal eine Probe auf Dexterity und Athletics. Gucken, wie du aufkommst unten. Ob ich mit dem Gesicht aufkomme? Ja. Ja, gerne alle Vampire, die hier mitspielen, haben nicht so hohe Auspex-Werte. Loki, Luciano. Nicht so hoch, ist relativ. Ja, zwei. Zwei Erfolge, ja, das, ja, keine Drei-Punkt-Landung unten, aber. Das ist hier kein Superheldenfilm. Ja. Du verdrehst dir kein Knie oder so. Und Emma klettert noch weiter nach unten, ja? Aus dem Fenster raus, wieder nach unten. Als ich ihn habe springen sehen, habe ich gedacht, ja, cool, das können wir ja auch. Und dann bin ich hinterher gesprungen. Ich habe schon gewürfelt. Oh ja, mit drei Erfolgen ist das sogar ein bisschen besser als Jonathan. Okay. Dann springen die beiden irgendwie oben aus dem Fenster. Ja, William guckt ja auf sein Handy, aber Melina wird dann irgendwie, die guckt ja immer zwischendurch oben aus dem Fenster, aber einmal fliegt da zuerst Jonathan und dann eben Emma raus. Was warten da jetzt? Wieso klettert die einfach durch ein Fenster rein? Wir sollten schnell weg hier und so tun, als würden wir gar nicht hierher gehören. Also, oder doch, jedenfalls unauffällig sein. Ja, also zum Succubus Club immer noch, ja. Würde ich unterwegs sagen, Emma hat dort oben Blutgeruch wahrgenommen. Dort ist wohl eine Heimstatt eines Vampirs, der seine Opfer ziemlich fürchterlich entstellt. Hm. Okay. Ich habe hier in dem Gulli eine Menge ausgesaugte Kleintiere gefunden. Das passt aber nicht zu dem Schema dort oben. Das müssen zwei unterschiedliche Vampire sein. Oder er hat mit den Kleinen angefangen, um sich Kraft zu suchen, um das hinzukriegen. Ich weiß ja nicht, wie es da aussah. Der Sheriff ist auch einfach verschwunden. Ja, also ich habe ihn hier jedenfalls nirgendwo gesehen. Ach, verdammt! Mann! Mit denen kann man gar nicht spielen! Das ist doof. Kann mir irgendwer erklären, warum bitte ich nicht in diesem Scheißspiel vorhanden bin? Ich bin schließlich Mortifer Moss, Wrestling Champion of the World. Und ich bin hier nicht vertreten. Schaufragen in die Runde. Ist das Spiel zu alt und ich ziehe William Richtung Club? Weise Beantwort. Ja. Dann macht ihr euch auf den Weg Richtung Succubus Club und ja, taucht dann irgendwie eine halbe Stunde später auch vor den Toren des Clubs auf. Immer noch eine lange Schlange vor der Tür, wie man das gewohnt ist. Und man hört immer noch leicht die Bässe herauswummern. So, Emma, deine Zeit ist gekommen. Pack aus, bring uns rein. Hat hier noch nie funktioniert. Ja, der alte Türsteher, den ihr noch kennt, ist auf jeden Fall immer noch vor der Tür. Ich stelle mich mal lächelnd vor ihn und frage mal freundlich, dürfen wir rein? Mustert dich so von oben bis unten? Ich glaube schon. Jetzt? Na klar. Danke. Und dann gehe ich an ihm vorbei rein. Ich gehe so hinterher. Ja, hast es ja schon mal gemacht. So. Ja. Ich auch. Aber wenn ich an ihm vorbeikomme, dann sage ich zu ihm, Glauben ist nicht Wissen. Ja, als Jonathan versucht reinzugehen, hört man irgendwelche Stimmen hinten aus der Schlange. Hey, warum dürfen die rein und wir nicht? Und dann dreht der Typ sich einfach nur gerade von dir weg, Jonathan, und ruft so, Schnauze da hinten, sonst kommst du hier gar nicht mehr rein. Ja, vielleicht kannst du die Situation nutzen, um schnell vorbeizuschlüpfen. Ja, ich schlüpfe vorbei und als ich der Schlange vorbei sind und ihn von der anderen Winkel aus sehe, mache ich so. Badass, Jonathan.
Warte mal, bis das nächste Mal im Klamottenladen kommt. Ja. Hoho! Das ist ein Anwender, ja, okay. Ja, der Succubus Club. Altbekannt. Erste Etage. Ja, wir suchen den James. Mhm. Ja, auf den ersten Blick nicht zu sehen erstmal. Wo sucht ihr den denn? Ja, ich würde erstmal so ein bisschen sondierend rumlaufen. Und dann würde ich mal gucken, ob ich sonst irgendwie noch andere bekannte Gesichter sehe. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Da war ja der andere Typ, der mich gestern vorher angesprochen hat, der den, der da auch zum Haus gehört. Wie heißt er denn? Brennan. Mhm. Ob ich den sehe, ob der den James vielleicht irgendwie. Ansonsten würde ich da ja fast drauf vertrauen. Das hat. Ja. Ansonsten würde ich da ja fast drauf vertrauen, dass es am Anfang funktioniert, wenn ich mich jetzt mit Emma irgendwo in der Tin setze, dass der von alleine kommt. Unbedingt wollte, dass er seine Emma findet und sieht und sonst was. Mhm. Das hat vor 2 Stunden oder wie lange das her ist, ja auch funktioniert. Ja. Okay, dann tatsächlich, wenn ihr euch da irgendwo an so einen Tisch stellt oder irgendwo hinsetzt, wird tatsächlich nicht viel Zeit vergehen, bevor der gute James Maximus sich zu euch bequemt. Er kommt die Treppe herunter aus dem Privatbereich des Clubs und ja, stolziert mit stolz geschwellter Brust irgendwie auf euren Tisch zu. Und als er Emma sieht, kriegt er ein Lächeln auf sein Gesicht. Ich schaue mit verschränkten Armen und ziemlich düster in seine Richtung. Ja, seinen düsteren Blick scheint er erstmal zu ignorieren, lächelt trotzdem weiter und sagt dann einen schönen guten Abend. Schön, dass du gekommen bist. Scheint die anderen drei zu ignorieren und hat so seinen Blick ganz auf Emma fixiert. Hast du etwas zu sagen? Also, ich habe dir ja einiges geschrieben. Hast du die Dringlichkeit verstanden? Irgendwas geht hier ab. Irgendwas ist in deinen Augen. Psst, nicht so laut! Ich ziehe eine Augenbraue hoch und schaue ihn so an. Lehnt sich so zu dir rüber. Es hat schon Sinn, warum ich das geschrieben und nicht gesagt habe. Ich jetzt Stift und Zettel auspacken. Nicht hier. Schaut sich so ein bisschen paranoid in rechts und links um. Wo dann? Oben. Im Hinterzimmer. Aha. Ich schau die anderen an. Ja, dann gehen wir damit hin. Das ist doch klar. Ich hätte, meine, der schuldet mir ja so viele Informationen. Dann kann er jetzt auch mal ganz groß auffahren. Dann lass mal hingehen. Nick, ich, William, ach, nicht William, wie heißt der? James? Nick, ja, ich ihm zu und, Er selber heißt James, ja. und weise ihm damit den Weg gen oben. Gut, dann läuft er vor und ihr geht wahrscheinlich alle hinterher, es sei denn, jemand macht jetzt einen Einspruch oder so und möchte da nicht mitgehen. Und oben öffnet ihr die Tür zum Hinterzimmer, zu diesem
Bereich, der eigentlich dafür gedacht ist, dass, ja, dass man auch durch eine große Scheibe irgendwie auch den Dancefloor betrachten kann und so. Emma kennt den Raum noch ziemlich gut von ihrer Erschaffung. Und in dem Raum selber sind zwei Personen anwesend, nämlich einmal der schon Melina bekannte Brennan. Ich weiß nicht, ihr anderen kennt den Brennan ja auch schon. Und ein junger Mann, den zumindest Melina schon mal gesehen hat. Nämlich der Typ, der Melina irgendwie, der mit Melinas Freundin herumgemacht hat. Der sitzt etwas einzeln auf so einem Separé und scheint in einem Buch zu lesen, während Brennan an der Glasscheibe steht und unten auf die Tanzfläche runterguckt. So. Sind denn die beiden? Oh, und dann, wenn du das irgendwie sagst, dann irgendwie dreht sich Brennan um. Oh, schönen guten Abend. Brennan müsstest der du noch kennen. Augenbraue. Brennan kennst du auf jeden Fall noch. Auch von deiner Erschaffung noch. Okay. Denn dementsprechend wieder. Den anderen hast du irgendwie auch schon mal gesehen, aber noch ein, ich glaube, den haben hast, der wurde noch nicht vorgestellt. Ich wieder Arme vor die Brust, Augenbraue nach oben, schau die an und sag nur: wundervoller Abend. Ich bin so richtig pissig auf Brennan. Auf Brennan? Ja. Okay. Der Saftarsch hat gesagt, auch so einen Typen mit der Beschreibung kenne ich nicht. Und jetzt steht er hier in einem Raum mit dem. Tja. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns heute Abend nochmal wiedersehen. Unverhofft kommt oft. Was führt sie her? Schau zu James. Der schuldet uns ein paar Informationen hier und sagt, da unten kann er nicht so reden. Ja, du weißt doch, das ist hier... Also sie ist... Sie ist doch mein Kind, deswegen... Ich habe ihr was, bisschen was gesagt, sie soll halt gehen oder so. Besser wäre das. Also, Mit dem Wort Kind würde ich dann auch tatsächlich pff machen. Meint, also ich werde ja auf jeden Fall, also... Das haben wir noch nicht so beschlossen, dass du gehen darfst, sagte Brennan zu James. Der guckt dann ein bisschen bedröppelt irgendwie. Auf jeden Fall hat sie ein Recht darauf zu wissen, dass hier doof ist. Zumindest möchte ich sie einweihen. Tu, was du nicht lassen kannst, mit allen Konsequenzen. Schau neugierig zu James. Und da jetzt noch was? Okay, wo soll ich anfangen? Also, ich habe ja schon geschrieben, dass sich irgendwie Dinge verändern hier. Ich meine, es hat angefangen mit der Entführung von vom Prinzen. Da wart ihr ja nicht ganz unbeteiligt. Waren wir total unbeteiligt?
Ja, so richtig habe ich das ja nicht mitbekommen, aber nun, irgendwie seit dieser Sache passieren komische Dinge in Chicago. Und einige behaupten, dass der Prinz, der zwar wiedergekommen ist, nicht der ist, der gegangen ist. Und immer mehr Leute sind der Meinung, dass er mit euch viel zu sanft umspringt, seit ihr wieder hier seid. Ich meine, wir haben ihm ja auch den Arsch gerettet. Ich meine, ihr dürft euch aus dem Elysium raushalten und müsst nicht zu den Versammlungen kommen. Ihr macht quasi gar nichts. Richtig. Wir sind nicht freiwillig, das, was wir sind. Und wir waren auch nicht freiwillig dafür verantwortlich gemacht worden, dass dieser Prinz verschwunden ist. Aber wir haben ihn den Arsch gerettet. Wir haben ihn zurückgebracht. Und das ist eben der Dank, den er uns dafür entgegenbringt. Finde ich ziemlich vernünftig, ja, den Kerl. Finde ich ja auch vernünftig. Aber ich sag nur, dass es andere Vampire in der Stadt gibt, die das anders sehen. Ja. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, dass Leute verschwinden einfach in letzter Zeit, seit er wieder da ist. Sie verschwinden einfach. Ja, sie tauchen einfach nicht mehr auf und sind nicht mehr erreichbar. Was für Leute? Gute Freunde von mir zum Beispiel. Die auch die Stadt verlassen. Warum nein? Warum sollten sie die Stadt verlassen? Also, das ist ja jetzt nichts, was man leichtfertig tut. Warum nicht? Weil wir hier zu Hause sind und anderswo nicht. Und wenn man die Stadt verlässt, hat man erstmal nicht viel zu melden. Und ja. Wo sollen wir denn hin? Nach Gary? Habt ewig Zeit. Wollt eure Ewigkeit hier verbringen? Kennen keine bessere Stadt. Wie auch, wenn du hier nie rauskommst? Draußen ist gefährlich. Da ist der Sabbat und so. Und aber jetzt wird's hier halt auch. Also, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Und doch hast du noch Verpflichtungen hier, James. Also sehr viel Informationen waren das jetzt nicht. Ich weiß ja auch nicht, was hier los ist, aber ich sag ja nur, dass Leute verschwinden. Die meisten sind die, die gut mit dem Prinzen können. Und dann dachte ich mir, ich mag den auch, das heißt, ich verschwinde lieber. Und wer ist am meisten in der Gunst des Prinzen in dieser ganzen Stadt? Ihr. Schau zu den anderen. Möp. Falsche Antwort. Ich bin eigentlich mit niemandem. Außer meinem Manager. Eigentlich. Ach ja, und Jonathan. Jonathan ist auch noch ganz cool. Ist eigentlich ein cooler Typ. Also ein bisschen eingefallen und schwach. Aber da kommt mein väterlicher Instinkt durch. Ja, ja. Und ich weiß nicht, worüber ihr geredet habt. Weißt du immer noch nichts von alledem? Von alledem. Jonathan, klär mich auf, was meint der schon wieder? Die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, die sich, ich weiß noch nicht warum, aber irgendwie deiner Realität entzieht. Was nicht schlecht ist, William, weil, ja. Ach, du meinst die Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika? Ein Teil davon.
Ja. Mir ist klar, dass ich Amerikaner bin. Brennan fährt fort und meint, es ist nicht so, dass nicht es ist die Vampire verschwinden, auf jeden Fall. Das ist, ist vor allen Dingen in der letzten Woche hat sich das gehäuft. Es sind 5 von uns verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Aber was in der letzten Woche auch begonnen hat, ist, dass Gelder verloren gegangen sind. Konten wurden aufgelöst. Zum Beispiel. Naja, vielleicht machen die Urlaub. Unwahrscheinlich. Ich glaube Warum? Nicht, dass sie einfach in die Sonne fahren. Jeder Mensch fährt gerne in die Sonne. Ja, wir nicht. Deswegen seid ihr auch so bleich. Das erklärt einiges. Nun, wie dem auch sei... Ist es an euch nicht irgendwie herangetragen worden? Nehmt doch nur mal den neuen Besitzer der Wrestling-Liga. Was ist mit dem? Wer ist denn der neue Besitzer? Ich meine, da wollte ich eigentlich mal hin und... Das jetzt könnte ein Problem geben. Der ist selbst uns ein Rätsel. Wir haben einen Nosferatu drauf angesetzt, aber irgendwie scheint das ein ziemlich nebulöser Mensch zu sein. Auf jeden Fall kauft er die ganze Zeit irgendwelches Gelände in der Stadt. Er kauft Gelände oder verkauft? Er kauft. Na, ist doch ganz klar. Ja, er wird hier einen großen Palast hinbauen für Mortifer. Den Wrestling Champion of the World aus seiner Liga. Und trotzdem wüssten wir gerne, wer das ist, und wir kriegen nichts von ihm raus. Ja, ist ja ganz einfach. Ich rufe ihn einfach an. Alexa, kontaktiere! Ja, William? Siehst du? Da ist er. Hallo, Boss. Nein, Alex hat gesagt, wen soll ich kontaktieren? Na, meinen Boss, den Besitzer der Wrestling-Liga, wo ich Champion bin. Du weißt schon, dass der Gürtel hier um meine Hüften, das ist doch das der Champion. Es wird eine Nummer gewählt und es meldet sich eine Sekretärinnenstimme, die etwas genervt und übernächtigt klingt. Guten Abend. Ja, guten Abend, Nelly. Hier ist nicht Nelly, mein... Doch. Aber ist auch nicht schlimm, dann bist Womit du halt... Womit kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich bin Mortifer Mors. Mortifer Mors, ja, genau. Moment, Sie wissen doch, wer ich bin, oder? Natürlich, ja, klar. Na, wer bin ich denn? Ein Wrestler? Nein, ich bin nicht irgendein Wrestler. Was wollen Sie denn? Ich will im Boss sprechen. Der ist nicht da. Ja, dann... Wann kommt er denn wieder? Morgen um 12. Das ist eine ganz bescheidene Uhrzeit. Soll ich einen Termin machen? Ja, aber nicht morgen um 12. Können wir nicht morgen sagen um 24 Uhr? Nein, dann fürchte ich, ist der Herr schon wieder aus der Stadt. Okay, nein, aus der Stadt hört sich nicht gut an. Hört sich gar nicht gut an. Wo hält er sich denn zur Zeit auf? Zur Zeit? Weiß ich nicht. Er sagt mir nicht, wo er hingeht. Was sind Sie eigentlich, also was bist du eigentlich? Außerhalb der Geschäftszeiten weiß ich nicht, wo er sich aufhält. Es ist auch nicht mein Job zu wissen, wo er sich aufhält. Doch, warum rufen Sie eigentlich mitten in der Nacht hier an, wegen dem Scheiß? Na ganz einfach, weil ich's kann. Und Sie sind die verschissene Sekretärin von meinem verschissenen Boss. Und jetzt sagen Sie mir sofort, wo der ist. Weiß ich nicht. Gib mir einfach die Adresse. Ja, dann gib mir die Adresse. Von was? Vom Boss.
Vielleicht rufen sie wieder an, wenn sie nicht betrunken sind. Aufgelegt. Jonathan? Ja, bitte, William? Das geht so nicht. Ja, das ist richtig. Können wir erstmal eine Sache nach der anderen klären, wenn das für dich genehm wäre? Wer ist verschwunden und wo? Und wo werden diese Grundstücke gekauft in der Stadt? Rund um die Wrestling-Arena werden Grundstücke gekauft. Erst die Arena und dann die angrenzenden Gebäude und Fabriken. Siehst du, ich sage doch, er vergrößert mein Territorium. Das mag sein. Und die Leute sind auch dort in der Gegend verschwunden, oder? Keine Ahnung, wo genau sie verschwunden sind, sind einfach nicht mehr aufgetaucht. Ich meine, ihr wisst das ja nicht, weil ihr kommt ja nie zu den Treffen, ja? Aber eigentlich kommt jeder Vampir so in einer Regelmäßigkeit zu einem großen Treffen, wo man halt alle sehen kann, dass alle da sind und wichtige Dinge besprochen werden, die für alle relevant sind. Mein lieber Freund, bei dem letzten Treffen, an dem ich war, wurde ich als freiwillig deklariert. Er stirbt, wenn er diese Stadt verlässt. Ach, Sie sind der... Der Tremere. Was für verschissene Treffen meint ihr bitte? Also so langsam, aber sicher geht ihr mir ziemlich auf den Sack. Und ohne Flachs, gleich werde ich sauer. Und wenn ich sauer werde, dann zerlege ich euch. Ja, ein das mache ich. Treffen unserer Gesellschaft, William. Von die Treffen? Tut mir leid, dass du sauer wirst, William, aber ich muss dich auch darauf hinweisen, dass jegliche Art von Gewalt in diesen Räumlichkeiten starke Konsequenzen nach sich zieht. Sie ist schon bewusst, dass es ein Elysium ist hier. Ein Ülü, was? Na, erinnerst du dich an den netten Herrn, den wir aus dem Gefangenschaft befreit haben? Der hat quasi eine Gruppe von Freunden, die ihn politisch unterstützen. Und dieser Herr hat so viel Einfluss über diese Gruppe, dass er quasi das Sagen hat, wie so ein kleiner Präsident. Und der hat gewisse Punkte in Chicago als sogenanntes Elysium ausgerufen. Also Punkte oder Räume oder Gebäude oder was auch immer als Elysium bezeichnet wird, in dem man keine Gewalt ausüben darf. Ansonsten würde man seine Regeln brechen. Und das hätte dann innerhalb dieser Gruppe Konsequenzen. Okay, habe ich verstanden. Aber das heißt, sobald ich hier aus der Türe raustrete, darf ich den verprügeln? Ich denke, der Herr wird da etwas dagegen haben und es wäre auch unserer Sache nicht allzu zuträglich. Das macht ja nichts. Ich will ja nur wissen, ob es möglich wäre. Ich würde den anschauen, also rein nach Gesetz schon. Okay, habe ich verstanden. Aber ich bin ja ein friedfertiger Mensch. Und aus diesem Grund, wie gehen wir weiter vor? Melina, du bist doch the brain of the company. Los. Ich? Seit wann das denn? Ja, also ich meine, das ist ja nun schon ziemlich auffällig, dass die Leute verschwinden. Und wenn das nun gerade Leute sind, die aus der Nähe des Prinzen sind, dann sollten wir uns auf jeden Fall vorsehen. Und ich bin gerade, das nochmal zu überdenken, ob wir uns da wirklich einen Gefallen mit tun, wenn wir uns so weit aus der Gesellschaft raushalten. Was anderes hier erstmal, ne? Wer ist er eigentlich? Wer? Ja, der Dritte hier im Raum. Der Mann mit dem Buch. Der guckt jetzt hinter seinem Buch irgendwie auf und man klappt das langsam zu, legt es beiseite. Oh, Verzeihung, ich gehe sofort, wenn ich störe. Nee, bleib mal hier. Ich würde ganz gerne wissen, wer du bist und warum du vor der Bibliothek warst mit Charlotte. Oh. Du kennst Charlotte. Ich kannte sie. Hm.
Interessant. Ich auch. Ganz nettes Kind. Bisschen zu vertrunken und ja, trinkt zu viel. Wie gesagt, ja. Aber mein Name ist Prias. Prias, also ja. Und der Eindruck, den ich hatte, dass du sie auch ziemlich abfüllen wolltest, ist dann wohl falsch. Ach, ja? Das macht sie schon von alleine. Hängt mir in letzter Zeit wie eine Klette am Bein. Und es war nicht zufällig so, dass du mir gefolgt bist? Kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Warum sollte ich das machen? Weil dir das bei einem normalen Date scheißegal sein kann, ob in der Nebengasse jemand verschwindet. Und trotzdem bist du mir nachgelaufen. Vielleicht hast du mein Interesse geweckt. Wenn du auf einem Date bist? Wer sagt, dass es ein Date war? Das sah ziemlich danach aus. Dann haben dich deine Augen vielleicht getrübt. Ich kann mich eigentlich ganz gut auf meine Augen verlassen. Womit habe ich denn dann dein Interesse geweckt, dass du mir nachgegangen bist? Oh, man sieht nicht die Günstlinge des Prinzen alltäglich umherwandern. Ach, na klar, als ob wir jetzt hier so ein Fame in der Stadt genießen, dass wir hier erkannt werden und verfolgt. Also jetzt übertreibt man nicht. Also ich möchte kurz einwerfen. Außer er natürlich. Ja, genau, außer ich natürlich. Ich bin sehr berühmt, sehr, sehr berühmt. Jawohl. Ja, aber nicht, du verstehst ja, warum dir jetzt eigentlich keiner nachläuft, oder? Darüber muss ich nachdenken. Okay. Also, ich habe Interesse an euch zumindest. Ich finde es immer gut, Leute kennenzulernen, die den Prinzen gut kennen. Und ja, macht ja nichts. Bin interessiert daran, warum er euch so gerne hat. Ist das verwerflich irgendwie? Ich weiß nicht, hast du den Leuten hier gerade zugehört? Leute, die in der Nähe des Prinzen sind, verschwinden? Ja, das habe ich auch gehört. Vielleicht macht es dann auch ganz viel Sinn, diese Leute etwas genauer zu beobachten. Aber naja, wer bin ich? Ich bin ja... Verzeihung. Und steht auf und geht Richtung Tür. Moment mal. Entweder ich bin verrückt. Das würde sich doch nie jemand trauen zu sagen. Oder ich habe... Hat er sich schon vorgestellt? Hat er schon gesagt, wer er ist? Er hat gesagt, er heißt Prias, ja. Pri was? Prias. Wie das auch mit A. Okay. Prias, zeig mir mal deinen Ausweis. Ich zeig dir auch den von Alexa. Wer zur Henker ist Alexa? Das hier ist Alexa. Und das ist Alexas Ausweis und jetzt bist du dran. Ja, du bist dran. Dieses, ich zeig dir meine, du zeigst mir deinen, ist nicht so mein Spiel.
Also, es kann ja dein Spiel werden. Ja, genau. Das kann es. Aber nicht heute. Verzeihung. Geht raus. Ach, du bist langweilig. Langweiler! So, jetzt sind wir nur noch zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er weg ist, dann sind wir wenigstens unter uns, meint Brennan. Naja, aber wer war das? Trias. Und ja, nein. Also, ich hab schon den Namen verstanden. Das ist ein guter Freund von mir. Aha, ein guter Freund. So, so. Und warum bist du dann froh, dass er jetzt weg ist? Weil man vielleicht unter Vampiren besser bespricht, was Vampirsache ist. Nee. Okay, dann besprecht ihr mal, was auch immer ihr zu besprechen habt. Soll ich so lange vor der Tür warten? Du es willst oder nicht, und ob du es weißt oder nicht, du gehörst dazu. Ja, natürlich. Ich gehöre dazu. Du bist quasi der beste Freund vom Club. So weit würde ich nicht gehen. Immerhin hat er gedroht, mich an mir einer reinzuhauen. Das stimmt. Habe ich gemacht. Bist jetzt auch nicht unbedingt der Sympathischste. Das ist aber traurig. Wie kann ich denn diesen Eindruck irgendwie ändern? Ich versuche euch doch schon einiges zu helfen. Dass mir das nicht sympathisch macht. Wie hilfst du uns denn, bitteschön? Na, indem ich meine Informationen mit euch teile und das auch noch umsonst. Bisher habe ich noch nicht viel rüberkommen sehen. Man muss mit Informationen manchmal aufpassen. Und so richtig einen Schluss hinter dem Ganzen habe ich auch noch nicht gezogen. Ich bin selber noch dabei, herauszukriegen, was hier los ist. Ja, das ist ja auch ein sehr komplexer Umstand. Und ich guck mal so, dass er meine eine Gesichtshälfte, je nachdem, auf welcher Seite er sich sieht, und mit der anderen Seite würde ich mal mit dem Auge zwinkern und die anderen angucken. Komplex. Komplex. Also wenn ich wüsste, was hier abgeht, dann wäre ich ja auch schon eine ganze Ecke weiter. Aber ich weiß es halt nicht. Ich weiß nur, dass die Günstlinge des Prinzen verschwinden. Aber Jonathan, sehr gern du zuerst. Das würde erklären, warum der Sheriff uns im Auge hat. Apropos Sheriff. Was, Moment, welcher Sheriff? Der war heute Abend an einem Ort, an dem wir auch waren. Ich dachte, Sheriff wäre verschwunden. Hattet ihr das nicht erzählt? Ja, und jetzt ist er wieder da. Und das haben wir dir auch erzählt. Wo ist er denn? Naja, jetzt ist er wieder weg. Wo denn? Wenn wir das wüssten, dann wäre er jetzt wieder da. Also er ist wieder hier in der Stadt. Ich gehe davon aus, wenn wir ihn hier in der Stadt gesehen haben, dann ist er wohl in der Stadt. Es sei denn, er ist schon wieder aus der Stadt entschwunden, dann ist er außerhalb der Stadt. Oder wir haben uns verguckt und es war nur jemand, der dem Sheriff eventuell ähnlich sieht und nein, wir haben ihn nicht erkannt. Das kann nicht sein. Ich vertue mich niemals. Ich drehe Jonathan, ach, der William mal irgendwie unauffällig gegen das Bein. Oder vielleicht doch. Vielleicht habe ich mich auch, ja, ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe mich definitiv, Alexa, ja. Ah, ich habe mich vertan? Ich habe mich vertan. Ich habe mich tatsächlich vertan.
Da, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen und mich vertan. Ja, ja, so war's. Nicht wahr, Jonathan? Genau so war's doch, oder? Ja, wahrscheinlich, William. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was du gesehen hast, weil es sind ja deine Augen, mit denen du sahst, was du durch deine Augen sahst. Und ja. Das ist sehr weise gesprochen. Okay, also wir kommen hier ja nicht weiter. Also ich würde vorschlagen, ihr passt einfach die nächsten Tage etwas mehr auf euch auf, als ihr das gewöhnlich tut. Und ja. Eine kurze Frage. Mhm. Bist du eigentlich auch so Buddy von dem Prinz oder so? Also von eurem elitären Club hier und so? Ich bin ein Geschäftspartner. Also bist du nicht in Gefahr oder bist du in Gefahr? Nun, wenn es darum geht, irgendwie die Vertrauten und Geschäftspartner des Prinzen auszuschalten, dann wäre ich auch in Gefahr. Hm. Und was machst du jetzt? Ich denke, hier bin ich sicher. Warum? Weil das hier ein Elysium ist? Genau. Ah, okay, verstehe ich. Also bleiben wir alle hier und dann, hey, machen wir hier einfach so einen gechillten und so? Würde ich gerne, ich wollte aber noch Kleidung kaufen. Also, dies ist ein Club und kein Hotel. Hm. Alexa, nenne mir den Unterschied zwischen Grün und Blau. Anfrage nicht verstanden. Alexa, wirklich, ernsthaft. Das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst mir doch sagen. Ach, vergiss es einfach. Jonathan, ja, bitte. Melina, Emma, lasst uns einfach gehen. Die sind hier ein bisschen verrückt im Kopf. Der James geht nochmal zu Emma rüber und sagt auf jeden Fall, passt auf jeden Fall auf euch auf. Müsst mir das versprechen. Ich habe es bis jetzt geschafft, auf mich aufzupassen und hatte dabei keine Unterstützung und ich werde es auch weiterhin schaffen. Aber bisher hat auch noch keiner auf dich Jagd gemacht. Ach! Meinst du? Ja, meine ich. Das sehe ich etwas anders. Aber danke für die Information. Und ich drehe mich um und gehe. Gut. Ja, folgen. Ich würde um meinen Zylinder ziehen beim Rausgehen. Dann geht der raus und runter auf die erste Ebene, wo die Tanzfläche ist. Und während ich runtergehe, murmel ich so die ganze Zeit vor mich hin, der hat sie ja nicht mehr alle, keiner hat Jagd auf uns gemacht. Ist der eigentlich, was bei uns los war? Was ein versiffter Drecksack, ey, warum habe ich mich überhaupt mit dem abgegeben? Er hatte ungewollt recht. Oder er hat sich ungewollt geirrt, Emma. Wieso? Das sollten wir besprechen, wo wir nicht belauscht werden können. Oh, jetzt fängst du auch schon so an. Ich denke schon, wir haben sehr wichtige Informationen, die hier sonst keiner hat, nicht einmal der Prinz. Wo möchtest du denn gerne mit uns hingehen? Ist mir egal, aber wie gesagt, ich bräuchte andere Kleidung. Das sage ich dir schon lange. Entschuldigung, dass ich nicht so weise war, direkt auf dich zu hören. Und sie lächelt. Gut. Ich bin ja nicht so. Also, ab, dann lass uns shoppen gehen. Ja, dann hat irgendjemand sein Auto in der Nähe, weil in meinen Twinsy geht ja nur einer oder zwei maximal rein. Ja, wir sind ja, denke ich, von dem vom Clubhaus zu Fuß gegangen, bin ich jetzt von ausgegangen. War das nicht so weit? Das war nicht so weit, nicht sonderlich weit. Ja. Dann sage ich halt, dass ich vor dem anderen Club mein Auto stehen habe. Ja, dann gehen wir da hin und ich denke mal, im Auto ist es auch am sichersten, sich zu unterhalten.
Ja, dann tut das doch. Ja, wenn wir im Auto eingestiegen und sind und losfahren, würde ich sagen, natürlich verschwinden Personen um den Prinzen herum, denn Mene wird natürlich die Kraftquellen des Prinzen ausschalten, bevor er den Prinzen selbst nimmt. Und da er wohl mal erwähnte, dass er ein Fan von Wrestling ist, kauft er die Wrestling-Arena und die darum liegenden Gebäude auf. Alle denken, dass es etwas Gefährliches für die Freunde des Prinzen ist, was uns hoffentlich nicht betrifft, da wir ihm geholfen haben. Das weiß nur kein anderer. Also, mich betrifft es nicht. Also, wenn er wirklich Wrestling-Fan ist, und das ist er, dann wird er niemals, nie nicht den Wrestling-Champion of the World. Du weißt schon, um die Ecke und so. Vielleicht wird er sogar Chef, würde dich zum, ja, weiß ich nicht, wie man das nennt. Wenn er der Chef der Liga ist, bist du vielleicht der Captain der Liga? Nein, ich bin schon der World Champion der Liga. Das ist sowas wie der Beste der Besten unter den Besten zu sein. Bist du vielleicht Eternity Champion oder Immortal Champion oder? Nein, aber vielleicht werden wir dann zusammen, ich meine, du und ich noch. Ach, nee. Vielleicht, wenn du noch 3 Jahre trainierst, vielleicht darfst du da mal mitspielen. Verstehe. Ja, dann würde ich Fragen zu Emma und Melina rüber gucken. Was denkt ihr, Anzug oder Latzhose und Holzfällerhemd? Nichts von beidem. Ich sag dir und sehe dir einen Vortrag über die aktuell herrschende Mode. Okay, das ist schön, dass du das siehst, aber Stehkragen, nein. Schlaghosen-Jeans, nein. Shotgun-Jeans, nein. Wir sind 90ern, oder? Sind wir jetzt. Ja. Ja, da es Alexa gibt, wird es wahrscheinlich jetzt. Ja, stimmt, ja. Ja, ja gut, dann revidiere ich das, dann sind Shotgun-Jeans natürlich auch out. Dann, ja, gut, wir alles können es ja mal wieder mit Anzug versuchen. Und wenn es euch so gar nicht zusagt, dann können wir weiter verhandeln. Lass es uns doch so probieren. Ein Anzug, eine Anzugshose, ein Jackett, aber darunter ein offen... Moment. Sie geht auf dich zu und öffnet mal so dein Oberteil auf Brusthöhe und schaut sich deine Brust an. Ach nee, offen wäre jetzt, glaube ich, nicht so das Wahre. Dann ein schickes T-Shirt unten drunter, unter dem Sakko. Nicht ganz so penibel, aber trotzdem schick. Also ich habe da ein sehr gutes, sehr, sehr, sehr gutes T-Shirt. Ein sehr gutes. Da ist mein Gesicht drauf. Mein Gesicht. Und dann steht da Morte Famos. Wrestling Champion of the World, da steht hinten drauf. Und, ja, das steht dir, das weiß ich genau. Ein T-Shirt mit meinem Gesicht oder mit deinem Gesicht, William? Bist du Morte Famos oder bin ich Morte Famos? Ich hab's mir schon gedacht, ja. Okay. In irgend so ein Store für Herrenbekleidung, der 724 offen hat. Ja, bestimmt. Ja, und dann würde ich es erstmal versuchen mit einem schwarzen Armani-Anzug und einem weißen Versace-Hemd. Mhm. Entsprechend. Nein, kein Hemd. Ach, das wirkt doch viel zu bieder. Moment, ja. Lass mir dann da von der Dame, weil es ist ja irgendwas Gehobeneres, die Haare zurückgehen. Und da ich Aussehen 3 habe, habe ich jetzt so ein gewisses Auftreten. Oha. So gehe ich unter den ganzen Banker-Juppies in der Stadt unter. Ich falle nirgendwo auf. Es sei denn, wir gehen an McDonald's in Du weißt schon, dass Banker-Juppies meistens tagsüber unterwegs sind. Nein, die gehen auch genauso nachts feiern, weil sie denken, sie sehen nach Geld aus und könnten deswegen beim Reste ficken was abschleppen. Ich kenne das aus dem Studium. Also ihr verbringt jetzt erstmal eine ganze Zeit lang beim Shoppen mit Jonathan. Allemal. So lange wollte ich das jetzt nicht machen. Einfach rein, raus. Wollt ihr Männer doch nie. Ja, richtig.
Wir sind eher für, lassen wir das. Schnell fertig und so. Ja, da würde ich nochmal in die hier na, Laden für Personenschützer oder sowas gehen und würde mir was für Untershemd kaufen, was gegen Kleinkaliber und Stiche geschützt. Mhm. Okay. Würde das auch bar zahlen, damit man die Karte nicht verfolgen kann. Okay. So, wir haben jetzt, denke ich, die Möglichkeit herauszufinden, wer Gebäude aufkauft, um die Liga, oder herauszufinden, wo und warum. Nimmt das mit. Wäre ich sofort dafür. Wo war ich jetzt? Achso, wer verschwunden ist und wo. Weil das, denke ich, ist die beste Spur zu Mene. Menel, Melen. Menele. Menele, danke. Ja. Okay, ja. Ihr seid aber alle jetzt mit Jonathan shoppen gewesen. Also sollte keine Sache sein, die 10 Stunden dauert. Man geht rein. Es wird schon sein, wenn ihr bis jetzt zu dem Laden hin seid und dann ausprobieren und bezahlen und dann zu dem anderen und so weiter. Das wird schon seine Zeit gekostet haben. Und ja, wo wollt ihr denn danach denn noch hin? Ja. Wenn es schon gegen Ende der Nacht geht? Also ich bin dafür, dass Jonathan, ich glaube, du brauchst noch weiteres Training. Ja. Du hast dich ja schon stark verbessert. Vielleicht kannst du ja jetzt gegen Little Kid gewinnen. Also den 8-Jährigen, gegen den du das letzte Mal noch verloren hast. Nur mal so am Rande. Nehmt ihr diese ganzen Warnungen für voll? Wie gesagt, die Warnungen sind meines Erachtens korrekt. Menele wird die Helfershelfer des Prinzen ausschalten, um den Prinzen auszuschalten. Jetzt müssen wir. Und du bist dir sicher, dass es Menele ist? Nein, bin ich nicht, aber es ist naheliegend. Es sei denn, ein anderer aufstrebender Vampir will Chicago nehmen. Das könnte natürlich auch sein, deswegen müssen wir herausfinden. Wir wissen doch von dieser Helena, oder? Er hat den Namen erwähnt. Ja, genau. Menela hat gesagt, schützt mich vor Helena, ja. Was ist mit dieser Helena? Das könnte auch sein. Die Frage ist, ob es für uns vielleicht besser wäre. Und ich recke so sarkastisch grinsend die Faust in die Luft, die alte Truppe wieder zu vereinen. Wen meinst du jetzt? Thomas? Zum Bettmobil. Nun ja. Ist es sinnvoll, dass wir uns trennen? Nein. Glaube ich nicht. Und wenn Menela und Helena die sind, an die ich denke, wenn ich ihre Namen höre, dann sind die richtig, richtig alt. Und wenn die sich in der Haare haben, wer weiß, was dann mit einer Stadt passiert. Naja. 1000 Jahre. Also ich würde sagen, dann steigen die Grundstückspreise. Ja, wahrscheinlich. Also, Menele, das klingt doch... Also ich meine, er ist alt, er spricht Griechisch. Erinnert ihr euch an die Schlacht von Troja aus der griechischen Mythologie? Yep. Nein. Den Brad Pitt-Film? Ach ja, der war super. Ja, das, genau. Der König, der als erstes mit Diane Kruger verheiratet war, hieß Menelaos. Der war schäbig. Dann kam Paris in Gestalt von, wie hieß er noch? Legolas. Orlando Bloom, kennst du nicht mal Orlando Bloom? Hallo, das ist doch ein echter Zuckerhase. Verzeihung. Dein Geschmack. Also dann kam Legolas und er hat nämlich dann die Prinzessin, also die Helena geklaut, die schöne Helena.
Und entführt und nach Troja mitgenommen. Und Menelaus ist total ausgerastet und hat einen Krieg angefangen. Machen wir jetzt hier Kino-Review, oder? Nein, aber das ist doch die Geschichte. Und ja, das hat der Film natürlich auch gezeigt, weil das ist die Geschichte. Am Ende. Können wir jetzt sagen, das ist wirklich passiert? Warum nicht? Das ist Hollywood. Nein! Ja, der Film basiert auf einer Überlieferung aus dem alten Griechenland. Es kann sein, dass ein paar Sachen unterschiedlich waren, Emma, aber grundlegend die Geschichte ist Überlieferung. Wahrscheinlich hat es irgendwie einen wahren Kern. Wenn es da zwischen Menelaus und Helena, also der Legende nach, sind sie dann nach der Schlacht um Troja wieder zusammengekommen. Da ist Helena wieder mit Menelaus mit und die sind danach noch jahrelang verheiratet gewesen. Aber wer weiß, womit die sich überworfen haben. Ich meine, das kommt in den besten Ehen vor, dass sich Leute in die Haare kriegen und danach einen halben Krieg anzetteln. Also ich mag Percy Watson. Jackson hieß der, oder? Hieß der nicht Percy Jackson? Ach ja. Aufragend. Ja. Also, warum kann ich Legolas noch leben? Der war süß. Emma, dein Geschmack in allen Ehren. Aber was hat Emma an Intelligenz 1? Es geht jetzt um Männer, da haben Frauen immer Intelligenz 1. Ach so, okay. So, das ist mir nicht klar, deswegen. Man lernt hier noch nie bei was. Das ist ja ein Nerd, ja, das ist ein Nerdstream, deswegen hier, ne? Ganzen Nerds zu Hause wissen jetzt Bescheid. Das ist gut, weißt du schon, ne? Das ist jetzt hier unser Bild. Also, die ganzen Frauengeheimnisse, ne? Guck, die ganzen Frauengeheimnisse werden hier ausgepackt. Ja. So kriegt man Viewer. Am nächsten Mal, warum sie zu zweit auf die Toilette gehen. Ich wollte es gerade fragen. Na hallo, damit einer gucken kann, ob jemand anwesend ist. Und wenn keiner anwesend ist, dann können sie pupsen. Ja, das haben wir schon bei Mario Barth gelernt. Ne? What? Naja. Also ich weiß ja nicht, worüber ihr da gerade redet. Aber ihr wisst schon, dass das ziemlich komisch klingt, oder? Ja, das... Ja. Nein, aber ich meine, wenn tatsächlich, wenn, dann wären die mehrere tausend Jahre alt. Wie sind sie Vampire geworden und warum ist das glückliche Ehepaar auf einmal befeindet? Vielleicht, weil sie mehrere tausend Jahre Zeit hatten, sich auf Zeiger zu gehen. Was weiß ich denn? Oder also, ich meine, wie kleine Marotten sich manchmal hochsteigern können, das hast du ja vielleicht auch schon mal gekriegt. Und wenn man das über tausend Jahre ertragen muss, wer weiß. Vielleicht. Ich schaue so William an und nicke. vielleicht, Emma, ja? Hat Melina aber auch recht. Ich meine, guck mal, vielleicht hat ja auch Melene Helena gebissen. Also so bei den Spielen und so. Vielleicht stand er ja auf Sadomaso oder sowas. Ich weiß es nicht. Und dann ist Helena auf einmal zur Vampirin geworden. Und dann war es halt so, wie bei dir, dass sie es eigentlich gar nicht wollte und er es aber einfach gemacht hat. Und dann kam Van Helsing. Dann kam Van Helsing, ja. Oder sie musste dann den schönen Paris verlassen, weil der so einen Spitz gekriegt hätte, dass sie ein Vampir ist und die Zeit mit Menele fristen, wo sie den nicht leiden kann. Ich weiß es doch auch nicht. Aber irgendwas wird da wohl vorgefallen sein. Anscheinend hassen sie sich heute. Und wenn sie das wirklich sind, dann sind sie verdammt alt. Und wer weiß, was man über die Jahre alles so an Vampirfähigkeiten dazu kriegt. Also das bisschen, was ich weiß, ist, dass ich Vampire gesehen habe, je älter die sind, desto mehr Kräfte scheinen sie zu haben. Also, ich möchte ja nichts sagen, aber ich kenne nur einen Vampirfilm. Und zwar Interview mit einem Vampir.
Und der war echt nicht gut. Können wir vielleicht über interessante Filme sprechen, wenn wir die ganze Zeit über Filme reden? Also ich kenne noch einen anderen Vampirfilm, aber da glitzern die in der Sonne. War nicht so meins. Wie dem auch sei, ich schlage vor, dass wir jetzt zu mir fahren. Weil ich habe die größte Wohnung. Ja, und wir sind eh in Chicago, Jonathan, und ich komme jetzt, glaube ich, auch nicht mehr nach Gary zurück, bevor die Nacht zu Ende ist, oder? Nee, außerdem kommt Jonathan eh nicht mehr aus Chicago raus, weil... Du hast recht, ja. Da war ja was. Du hast vielleicht die größte Wohnung, aber ich habe die luxuriöseste. Ich gehe mit zu Emma. Ich schließe mich der Mehrheit an. Du müsst schon das so zu viert sein, ja? Na, Emma will zu Emma und Melina will zu Emma. Das ist gegenüber William die Mehrheit, also schließe ich mich den beiden an. Ah, okay. Ich schaue so erwartungsvoll zu William. Kommst du mit? Ja, aber Jonathan, dir ist schon klar, dass es ein bisschen peinlich ist, dass du jetzt Angst vor The Kid hast. Ja. So ähnlich. Oder so, William. Das nächste Mal. Okay. Dann fahren wir jetzt. Ich wollte eigentlich auch schon immer mal zu Emma. Da ist bestimmt alles Schnieke und Schickimicki und so. Da hängt bestimmt einen Rembrandt oder wie man das nennt an der Wand. Leider nicht. Aber wenn du mir einen schenken möchtest, bin ich durchaus dafür offen. Ich kann dir einen malen. Das bezweifle ich. Entschuldigung. Ja, also dann mal. Ab zu uns. Also mir. Okay, dann ab zu Emmas Anwesen. Du wohnst ja doch bei deinen... Nee, du wohnst nicht mehr bei deinen Eltern. Du hast ja so ein Apartment gehabt, ne? Ja, ein relativ großes. Ich habe ein Gästezimmer, ich habe ein Arbeitszimmer, ich habe ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer natürlich und ein Gästebad und ein Bad, was am Gästezimmer ist und ein Bad, was am Hauptschlafzimmer ist. Okay. Und war wahrscheinlich noch irgend so ein Raum zum Musizieren oder sowas. Das ist das Arbeitszimmer. Ach so, okay, das ist das Arbeitszimmer. Ja. Gut. Ja, dann macht ihr es euch bei Emma gemütlich und dann verbringt ihr da den Tag, wenn man es so nennen kann. Und am nächsten Tag erwacht ihr alle, streicht euch alle einen Blutpunkt ab. Mhm. Und wer hat die meiste Menschlichkeit von euch? Der erwacht nämlich dann als erstes. 6. Ich hab 7. Oh. So, ich sagte ich auch 7. Ja, ich hab auch 7. Gut, dann ist Jonathan der als letzter erwacht. Und wo habt denn wer geschlafen bei Emma? Da ich ein großes Bett habe, kann Melina mit bei mir geschlafen haben. Und die beiden Männer müssen sich halt Couch und Gästezimmer geteilt haben oder so. Ich als Großer hätte auch die Couch genommen, aber bevor ich auf Jonathan draufliege und der arme Mann noch durchbricht, gehe ich lieber ins Bett. Und erwache in diesem. Mhm. Und wenn ich erwacht bin, dann stehe ich auf und gehe mir die Zähne putzen. Ich habe gar keine Zahnbürste. Nee. Naja, das macht nichts. Ich kann ja einfach Zahnpasta schlucken. Das
Du hast Zahnpasta, hast du auch nicht. Das macht nichts. Irgendwas steht bei Emma schon rum. Tut es das? Oh, hoffe ich doch. Muss Emma. Naja, ich hab ja öfter mal Übernachtungsgäste. Also im Gästebad ist tatsächlich sogar eine Zahnbürste noch eingepackt zu finden. Ah, okay. Gut. Na dann putze ich mir selbstverständlich die Zähne ausgiebig. Okay. Dann in der Zwischenzeit wird Jonathan auch erwacht sein. Und ja. Draußen ist ein diesiger, nachtiger Tag. Für euch Tag, für alle anderen die Nacht. Von Wolken verhangener Mond scheint herab. Ja, ich stehe auf und gehe in die Küche und mache mir einen Kaffee. Mhm. Oh, Kaffeegeruch in meiner Nase. Klingelt das ist an der Tür, Emma. Dann gehe ich zur Tür und schaue durch den Spion. Das ist ein Paketbote. Dann mache ich die Tür auf. Ja. Namen, Lieferung für Williams. Ja. Express macht 7,50. Ich ziehe eine Augenbraue hoch, gehe dann in die Wohnung rein, hole mein Portemonnaie, gebe ihm das Geld. Alles klar. Danke Ihnen. Wir müssen hier unterschreiben. Ich unterschreibe. Schönen Abend noch. Ich käme so auch noch an die Tür. Guter Mann, ich hätte eine kurze Frage. Ich bräuchte mal Ihre geschulte Aussage, beziehungsweise als Paketbote kennt man sich ja mit Gewichten aus. Finden Sie diesen Becher eher schwer oder eher leicht? Und drücke mal den Becher in die Hand. Der ist ziemlich leicht. Warum? Oh, danke. Das ist nett von Ihnen. Einen schönen Abend noch. Ich schaue so skeptisch Jonathan an, schließe dann aber die Tür und frage erst danach, was sollte das denn? Ich wollte mir Blut besorgen und trinke mein Blut aus dem Becher. Okay, kannst du dir den verlorenen Blutpunkt wieder aufschreiben? Was habe ich da jetzt bekommen? Ein richtiges Paket oder? Ein Paket, ja. Stelle ich auf den Wohnzimmertisch und öffne es. Eine Sekunde, darf ich ganz kurz vorher mal dran hören? Es tickt. Nein. Genau. Tu dir keinen Zwang an. Jemand hat euch eine Bombe geschickt. Du lachst. Hab ich alles schon erlebt. Gute Idee, warte mal. Ja, schmeiße mal auf Specs 1 an. Ja. Und wird immer sowohl Geruch als Geräusch passend zu dem, also dran hören und riechen. Also es tickt nicht. Es riecht verbrannt. Es riecht verbrannt. Ja. Schau, sage ich in die Runde. Okay. Aber es scheint, es tickt nicht, aber die Zeiten sind auch vorbei, wo man mechanische Wecker an Bomben dran baut. Du erwartest also, dass mir jetzt jemand eine Bombe schickt? Wenn jemand die Vampire aus dem engsten Kreis des Prinzen ausschalten will, wäre das zumindest eine gangbare Idee. Gut, dann öffnest du das Paket. Na gut, dann aber... Ich trete zurück. Ja, dann gehe ich mal in dein Bad oder sonst irgendwo hin. Das Gästebad. Ja, in die Badewanne lege ich das Paket rein und mache halt den... Dreh es um und öffne den Boden mit meinem Säbel. Ja. Und klappe es dann auf. Ich habe gerade sonst kein Messer da. Ja, sieht sehr ulkig aus. Ja. Einem Säbel ein Paket aufmachen. Wenn das jetzt eine Quecksilberzündung gewesen wäre, Mann. Ja, dann wäre es aber auf der Hinfahrt schon. Ich lunz mal in die Badezimmertür, also durch die Badezimmertür in den Raum. Und?
Ja, siehst du, weil Jonathan vorne übergebeugt ist, so sagt Cat aus und dir halt seinen Hintern entgegenstreckt und mit dem Säbel darum hantiert. Ich bin's noch am Aufmachen. Was macht ihr eigentlich hier? Ich meine, hallo. Sitzt du gerade in der Wanne? Mir gerade die Zähne. Du bist doch sicherlich in dem Bad, was am Gästezimmer dran ist, oder? Ja, da ist Jonathan ja auch hingegangen. Anderes genau. Ich ins Gästebad. Ja. Ich habe noch extra ein Gäste. Ja, egal. Ich habe mich verlaufen, tut mir leid. Also ihr seid, ihr seid im gleichen Bad. Alles gut. Ja. Wir haben ein Paket bekommen, William, und es könnte durchaus möglich sein, dass eine Bombe drin ist. Daran wollte ich. Wir nicht. Haben ein Paket bekommen. Entschuldigung. Das ist ja interessant. Mir leid, Emma. Ich wollte dich nicht unterminieren. Emma. Nein, nein, Bodyguard. Schon gut. Mach auf. Jonathan Bodyguard. And auf jeden Fall. I will... Nee, wollte ich nicht nochmal rausnehmen. Dunkelhäutigen Sängerinnen und Bodyguards. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt anfangen zu singen? We'll always love you. Ja, okay. Ja, ich mache das Paket auf. Und ich summe dabei leise im Hintergrund Bodyguard. Okay. Zieh so eine Augenbraue hoch, das sieht sie aber nicht. Ja, du machst auf und das ist eine Tupperdose in dem Paket. Gefüllt mit eine Runde oder ein... Sand oder sowas. Und da kommt auch der verbrannte Geruch her. Mhm. Asche. Gut, ja, dann gebe ich hier die Tupperdose in die Hand. Ich weiß nicht, wer es war, aber es war einer von uns, nehme ich mal an. Was meinst du? Ich schaue die Tupperdose an. Ich gucke, ob ein Zettel drin ist. Kein Zettel drin. Was ist das? Es riecht verbrannt und es sieht aus wie Sand oder körnige Überreste. Ich würde tippen auf die sterblichen oder, wenn man das so nennen kann, Überreste eines zerstörten Vampirs. Ich lasse die Dose fallen. Ich fange die Dose auf. Das ist Gott sei Dank eine Tupperdose. Ich so einfach auf. Nicht, zumindest nicht ich rum. Nach vorne und fange die Dose auf, bevor sie aufschlägt. Warum schickt mir jemand einen gestaubten Vampir? Warum bekam der Pate im ersten Teil eine Schutzweste mit einem toten Fisch geschickt? Als Vampir. Als Vampir. Als Zeichen. Als genau. Zeichen. Also ihr Männer habt echt komische Vorstellungen von Zeichen. Ein Strauß Rosen tut's doch auch. Ja, ein Strauß Rosen sagt aber nicht, ihr seid die Nächsten. Nee, sagt viel angenehmere Dinge. Das ganze Hin- und Hergeschüttel von der Tupperdose hat etwas hervorgeschüttelt. Da ist nämlich irgendwie sowas ähnliches wie eine Kette oder sowas drin. Ja, dann öffne ich mal die Dose, ziehe die Kette raus. Kennst du die? Ich schaue die Kette an. Kenn ich die? Ja, kennst du? Das ist die Kette, die James immer anhatte. Oh. James. Wie traurig. Oh. Ja, es ist irgendwie, dieser erste Gedanke ist, ja, juckt mich nicht wirklich, aber irgendwas macht es mit dir. Also, dass du dem gewahr wirst, dass es er sein könnte. Es ist sowas ähnliches wie Trauer, aber es ist irgendwie, naja, warum? Irgendwas Komisches geht mit deiner Gefühlswelt da gerade ganz kreuz und quer. Ich schüttel mich mal so ein bisschen. Warum sollte, wenn deine Theorie stimmt, Menele mir die Asche von James schicken? Ja, oder ein anderer, der uns irgendwas damit sagen will, als Warnung. Was wir auch immer tun, so wie James es tun wollte. Die Stadt verlassen. Machen wir es besser nicht. Warum kann er nicht einfach mit uns reden? Was ist daran so schwer?
Mal ganz ehrlich. Ich verlasse den Raum und gehe ins Schlafzimmer in der Hoffnung, dass ich da Melina finde. Bestimmt, oder? Ich bin da. Ja, der Knopf wieder. Ne? Ich sag mal. Im Schlafzimmer. Melina? Ja, morgen Abend, was auch immer. Ich habe gerade James geschickt bekommen. Hübsch verpackt in einer Tupperdose. Bitte? Es kam ein Paketbote an die Tür. Ich habe ihm aufgemacht, musste noch Versandkosten bezahlen, wollte das Paket öffnen. Das ist Jonathan das eigentliche Tragische, dass du die Versandkosten bezahlst. Das klingt so, ja. Jonathan hat am Rad gedreht, weil er dachte, eine Bombe ist darin, ist also ins Bad gegangen, hat die vermeintliche Bombe in die Badewanne gestellt, das Paket geöffnet und drinnen war eine Tupperdose mit anscheinend Asche darin und der Kette von James. Und Jonathan geht davon aus, dass das der tote James ist. Kein Zettel, sonst nichts und anscheinend ist das eine Warnung. Oder sagen wir es mit Jonathans Worten, ein Zeichen. Naja, aber das scheint er ja. Ja, danke schön. Jetzt noch Ace of Base. Das wird immer besser. Innerhalb von einer Viertelstunde ist es hier rapide gesunken von Whitney Houston zu Ace of Base. damit könnte er aber ja wahrscheinlich recht haben. Also ich meine, was sagt uns das denn? Innerhalb von wenigen Stunden ist James zu Asche pulverisiert worden. Und der wusste genau, wo wir uns aufhalten. Nämlich bei dir zu Hause. Er kennt deine Adresse. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, dass James jetzt gibt. Ich höre euch mal so ein bisschen in mich rein, ob das stimmt. Nochmal. Aber. Noch den letzten Satz war ein bisschen abgehackt. Was? Ich habe gesagt, ich horche mal so ein bisschen in mich rein, ob das wirklich stimmt, dass es mir nichts ausmacht, dass James. Nee, von ganz uns im gegangen. Gegenteil. Das macht irgendwas mit dir, aber das ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil du ihn ja eigentlich nicht leiden kannst. Irgendwie ist das komisch. Das fühlt sich ganz eigenartig an. Aber mal davon abgesehen, wenn diese ganze Menele-Geschichte stimmt, dann verstehe ich nicht, warum er mir eine Warnung schickt. Ich habe doch nichts getan. Ich habe ihm doch geholfen. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Aber könnte denn Menele denken, dass sie damit einen Gefallen tut? Naja. Ich meine, dass du nicht besonders gut auf deinen Erschaffer zu sprechen bist. Ich weiß nicht, ob Menele das wusste. Aber selbst wenn, warum sollte jemand, der so mächtig und so alt wie Menele ist, mir einen Gefallen tun wollen? Ich verstehe auch nicht, warum jemand, der so alt und so mächtig ist wie Menele, das nötig hat, so peu à peu Leute verschwinden zu lassen, die irgendwie dem Prinzen nahestehen. Wenn der echt so alt und so mächtig ist, wie wir denken, dann könnte der einfach zum Prinzen hinlaufen und sagen, hier, alter Römer, das fällt, jetzt bin ich hier. Und der müsste eigentlich mit eingekniffenem Schwanz abhauen. Also mir ist diese Sache nicht ganz cool. Ich glaube nicht, dass Menele da im Spiel ist. Williams Handy klingelt. Alexa! Geh ran! Hallo? Hallo! Sprechen. Hier ist der... Ja? Nein, ich höre mir erst an, was sie zu sagen haben und dann sage Andrews? Ich... William? Hier ist der automatische Anrufbeantworter. Was? Das ist wieder so ein Quatsch-Anrufbeantworter. Okay. Wann kommt denn der Pieps? Piep! Okay. Hier spricht die Polizei von Chicago. Wir
Tut uns leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie müssten mal vielleicht dringend bei Ihrem Studio vorbeischauen. Das ist eine Wrestling-Schule, du Idiot. Hallo? Hallo? Piep! Ihre Zeit ist abgelaufen. Ich lege auf. Ja, legst du auf. Alexa, rufe die Nummer zurück. Okay, ruf die Nummer zurück. Chicago Police Department. Hallo, hier ist Mortifer Mort, Wrestling Champion of the World. Ja. Ich merke schon, diese Stadt geht immer mehr den Bach runter. Egal, ihr habt mich gerade angerufen. Ich habe meine Anrufbeantworter abgehört. Andrews, William? Mortifer Mort, ich sagte es doch. Ist ja auch egal. Kalle, sag einfach, was los ist. Also, wir haben Sie nicht angetroffen zu Hause. Was ja auch nicht so wahrscheinlich war. Warum? Sie wissen schon, was bei Ihnen da zu Hause passiert ist? Nein, weil ich bin ja nicht zu Hause, wie Sie merken. Wo waren Sie denn letzte Nacht? Das geht Sie ja wohl einen Scheißdreck an. Würden Sie bitte zum Polizeirevier kommen dann? Nö. Warum? Wo halten Sie sich denn gerade auf? In London? London. Bridge? London Bridge? Bridge. Ja. Ist, ein Stripclub in Las Vegas. Las Vegas. Ja, wie dem auch sei, es wäre vielleicht sehr nötig, dass Sie hier schnellstens hinkommen. Warum? Das wäre am Telefon, ist das ein bisschen schlecht. Vielleicht eher persönlich. Nein, nichts persönlich. Ich will wissen, was los ist. Also wenn ich hier schon die nette Stripperin, ja, verlassen muss und meinen Strip-Kollegen, dann möchte ich auch gerne... Es geht um einen Versicherungsfall, denke ich. Aha. Dann, wissen Sie was? Rufen Sie doch einfach meinen Agenten an. Der ist wer? Miles Davis. Kann der besonders gut singen? Nein, das kann er Simon und Garfunkel. Wie ist denn die Nummer? 555-7231. Okay, habe ich mir notiert, ich werde ihn kontaktieren. Sie sollten möglichst schnell ihn zurückkommen in die Stadt. Ja, sprechen Sie erstmal mit meinem Manager und der gibt mir dann Bescheid. Okay. Tschüss. Mhm. Ich lege auf. Nix auf. Jonathan? Ja? Ich glaube, irgendwas ist mit meiner Wrestling-Schule. Was soll denn da sein? Naja, da war gerade das LAPD am Telefon. Das Chicago Police, ja. Los Angeles Police. CPD, aber, ja. Ist doch egal. Das LAPD war gerade. Telefon. Was wollte das LAPD? Naja, die wollten nicht so wirklich mit der Sprache raus, aber ich habe ihnen einfach gesagt, ich bin in London Bridge. It's going down. Nevada. Und die sagten Versicherungsfall und irgendwas mit meiner Schule. Anwesen. Ich verstehe. Sollen Melina und ich mal nachschauen fahren? Na, wenn, dann komme ich mit. Ich meine, wer beschützt sich denn sonst? Du hast doch gesagt, du bist nicht da. Das wäre
Verwirrung der Polizeibehörde oder so. Auf jeden Fall würde man dir das negativ auslegen. Wieso? Ich kann ja einfach wieder... Die haben gesagt, ich soll schnellstmöglich zurückkommen. Das ist dann schnellstmöglich? Ja, aber wenn du innerhalb einer Stunde zurück bist aus Las Vegas, dann wissen die, dass du gelogen hast. Naja, vielleicht nein. Es kann ja auch einfach mein eigenes Las Vegas. Ich habe nicht gesagt, ich bin in Las Vegas, in Nevada, sondern in der London Bridge Las Vegas und in Europa. Das spielt ja keine Rolle. Und aus diesem Grund möchte ich euch gerne befehlen, mit mir mitzukommen. Melina? Ja? Das LAPD war am Telefon. Die rufen jetzt meinen Agenten an. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen unbedingt ganz dringend zu meiner Wrestling-Schule. Bitte? Okay. Dann lasst mal los. Ja, okay. Jetzt passiert auch noch was bei ihm. Fahrt zur Wrestling-Schule rüber. Und schon von Weitem, wenn man die Straße herunterfährt, sieht man das ausgebrannte Gebäude. Moment einmal. Ich meine, ich wollte ja schon immer mal renovieren. Aber das habe ich mir nicht gedacht. Wo ist Simon? Wo ist Garfunkel? Und das ist eine gute Frage, die es beim nächsten Mal zu betrachten gibt, denn wir haben 22.35 Uhr, das heißt, für heute ist die Session am Ende und beim nächsten Mal in 2 Wochen höchstwahrscheinlich finden wir heraus, was mit Simon und Garfunkel passiert ist und ob die Polizei den Manager erreicht hat und wer Emma die Tupperdose geschickt hat, diese Formschöne. Und ob auch sonst irgendwas Tolles passiert ist. Ja. Ich finde es sehr unfair von Jonathan, nur weil er gegen The Kid verloren hat, mein Gebäude anzuzünden. Ja, war es Jonathan, der das Gebäude angezündet hat, um nicht mehr mit The Kid kämpfen zu müssen? Nie wieder. Ja. Flamme erscheint. Ja. Vielen Dank euch fürs Zusehen, wann immer ihr das hier guckt. Hinterlasst uns doch bitte ein paar nette Worte, wenn es euch nichts ausmacht. Und wann es weitergeht, könnt ihr auf dem Nordpol erfahren. Wie gesagt, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Wahrscheinlich in 2 Wochen. Wenn nicht, findet ihr das da heraus. Und ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.